So, und ja, damit hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Special-Stream von The Long Dark. Wir, ja, gehen gerade eben erstmal auf Sendung. Höchstwahrscheinlich sehen diejenigen von euch auf Twitch jetzt gerade eben erstmal die Werbung und hören noch gar nicht, was ich sage. Aber für diejenigen von euch, die das danach auf YouTube hören, ist das natürlich klar, dass ihr das natürlich mitbekommt. So. Da, so viel dazu jetzt erstmal. Ja, wie gesagt, heute ist ein kleiner Special-Stream. Wir werden heute nicht mit Steffen spielen, sondern wir werden heute, ja, wie soll ich sagen, eine, ach Gott, wie heißt es, dieses Pazifisten, Achievement angehen, bei dem man 25 Tage überleben muss, ohne etwas zu töten. Ich halte das durchaus für realistisch. Ich persönlich glaube auch, dass das sogar auf 50 Tage ausdehnbar ist. Was wir besonders an der Sache machen, ist, dass wir es im Schleichermodus, also auf der höchsten Schwierigkeitsebene, spielen werden. Und darüber hinaus machen wir mehr oder weniger so eine Art Schleicher Plus draus. Denn nicht nur, dass wir quasi dann mit diesen ganzen Gefahren, die Schleicher so mit sich bringt, leben müssen. Nein, wir müssen auch mit der Tatsache leben, dass wir Torben Malte spielen werden. Ein Typen, der, ja, wie soll ich sagen, der so öko und ja, pazifistisch drauf ist, dass er sowohl in Greenpeace als auch in PETA eingetreten ist. Da allerdings in beiden Organisationen wieder rausgeflogen ist, weil er denen zu extrem war. Ja, die Sache ist einfach die mit Torben Malte. Er wird keine Waffe benutzen. Er wird sie höchstens anfassen, um sie zu zerlegen. Wir werden mit Torben Malte keine Waffe benutzen. Das Einzige, was wir nehmen werden, sind Beil und Messer. Aber nicht, um uns im Nahkampf irgendwie gegen Wölfe zu verteidigen. Soweit ich weiß, funktioniert das sowieso nicht so. Sondern Torben Malte ist so ein ganz, also der ist so eine Art, ja, so eine Art Pudding-Frutarier, nennen wir es mal so. Torben Malte wurde von, also der ist nicht mit dem Flugzeug hier abgestürzt, er war kein Buschpilot oder sowas, so wie es Steffen der Fall gewesen ist, sondern Torben Malte wurde von seinen Öko-Kumpels hier im ewigen Eis ausgesetzt. Sie waren eigentlich da, verabredet, ja, hier oben mehr oder weniger einfach so eine Runde natürliches Campen zu betreiben. Oder zumindest dachte das Torben Malte. Er wurde allerdings von seinen Freunden hier versetzt, weil sie da hofften, ihn so damit loswerden zu können. Weil er quasi einfach allen auf den Keks geht. Weil er einfach zu krass ist mit seiner Art und Weise. Also Torben Malte geht so weit. Ja, momentan bin ich der Meinung, aber das müsst ihr mitentscheiden, ob wir das so machen, dass er sich nicht einmal verteidigen wird, wenn ihn ein Wolf anfällt. Was zugegebenermaßen richtig, richtig hardcore ist, weil das bedeutet, wenn uns ein Wolf erwischt, sind wir tot. Das heißt also, das ist wirklich der Hardcore-Modus Plus. Ihr müsst aber entscheiden, ob wir das so handhaben. Wenn ihr sagt, nee, nee, also Wolf, also so gesunder Menschenverstand und Selbsterhaltungstrieb sollte auch Torben Malte haben, dann guten Abend, Kalkwurz. ja, Alkrin, keine Sorgen, Pflanzen tut der schon weh, aber er weiß ja, dass hier jetzt alles eingefroren ist. Und wie gesagt, also er nimmt auch nur Holz, das schon auf dem Boden liegt. Er wird also keine Bäume fällen. Zum Glück geht das in dem Spiel sowieso nicht. Er wird sich aber immer beim Vater Baum bedanken, sobald er einen Ast aufnimmt. Er weiß zwar nicht an welchen Baum, aber er kann ja seine Dankbarkeit auch Richtung Wald richten. Und ich möchte an der Stelle auch gleich vorneweg erwähnen, ich spotte nicht über Menschen, die sehr, sehr naturaffin sind. Nein, das ist einfach nur, ich nenne es jetzt einfach mal eine Hommage, weil es einfach schön lustig ist. Moment. Hallo, Eileen, ich grüße dich.
Hi Eileen, ja, wir haben jetzt hier eine eigenständige Story. Das hier ist komplett eigenständig. Wir fangen einen neuen Charakter nur für den Stream an. Staffel 2 war ja mit Peggy, Staffel 3 ist mit Steffen und das hier ist jetzt eine reine Sache, die jetzt nur auf Twitch stattfinden wird. Ich werde es zwar auch auf YouTube hochladen, aber ich werde es nicht stückeln, sondern das wird jetzt hier quasi der gesamte Stream wird ein Video sein. Das spart mir einerseits so ein bisschen Arbeit, andererseits wiederum nicht, weil dann muss ich ja Steffen weiterspielen für die regelmäßige Let's Play-Nummer, die wir mit Steffen ja in der dritten Staffel noch spielen. Ja, also ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Und ja, nochmal zurück, also es soll jetzt kein Spott sein über Leute, die quasi jetzt sehr, sehr naturspirituell sind oder sowas in der Art und Weise, sondern das ist jetzt einfach nur so eine Hommage, weil, also ganz im Ernst, ich bin Wissenschaftler und ich lache auch, wenn jemand Witze über Wissenschaftler macht, weil ich mir einfach sage, ja, es ist halt leider doch so wahr. Ich bin persönlich der Meinung, man kann über alles lachen. Man kann wirklich über alles lachen. Man sollte es auch, weil nichts auf der Welt sollte so ernst sein, was so zum völlig normalen Leben eines Menschen gehört, dass man nicht einfach irgendwie auch mal drüber schmunzeln kann. Ich hoffe, das ist für alle ja, okay so. Ja, Steffen wirst du, wenn du weiter gucken willst, wirst du früher oder später noch kennenlernen. Das ist dann Staffel 3. Ja, also wie gesagt, Torben Malte werden wir jetzt hier auch gleich anlegen. Ihr seht jetzt hier, wir machen hier neu. Wir haben hier die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Wir nehmen natürlich, ja, den Schleicher. Für Spieler, die einen unbarmherzigen Kampf ums Überleben wollen. Und jetzt ist natürlich für mich die Frage, in welcher Region fangen wir an? Ich persönlich bin gegen Ort der Trostlosigkeit, weil da wird Torben Malte echte Schwierigkeiten haben. Also ich möchte natürlich schon, dass wir für dieses Achievement eine realistische Chance haben, das machen zu können. Moment, was schreibst du, Alkrin? Ja, okay, du bist für den Hardcore-Modus. Also du bist für den Modus, dass er sich nicht einmal gegen Wölfe verteidigen darf. Und wenn uns ein Wolf erwischt, dann sind wir halt tot. Ist es das, was du mir damit sagen willst? Hallo, Martha Pfahl. Wir könnten natürlich auch diese. Oh, hallo. Hello, guckt euch das mal an, das sehe ich gerade eben zum ersten Mal. Wähle deine Region demnächst verfügbar. Hello, Baby. Da haben wir aber was Neues entdeckt hier. Hallo, Hoppel, Hopser, Hopser, schönen guten Abend. Du meinst, wie wär's mit der Küstenstraße? Die Küstenstraße wäre für diese Sache natürlich sehr gut geeignet, weil man Wölfe sehr, sehr weit sehen kann. Die Idee finde ich an und für sich sehr, sehr gut. Hallo Speedgill, schön, dass du da bist. Küstenstraße wäre eine gute Sache. Rätselsee wäre für mich meiner Meinung nach bedingt gut. Das Problem im Rätselsee ist, dass man unter Umständen die Wölfe nicht rechtzeitig sieht. Also ich stimme zu, dass wir für diese Nummer, weil die Sache wird folgendermaßen ablaufen. Wir werden so ein bisschen so, wie so ein Nomade spielen oder wie so eine Art Heuschreckennomade. Also wir werden von Haus zu Haus huschen, dort so lange leben, wie wir da Fressalien haben, und dann ins nächste Haus übergehen. Ohne Bewaffnung, höchstens, also ein bisschen Holz sammeln, höchstens von Tieren, die sowieso schon tot sind, die wir aber nicht getötet haben, denen das Fleisch abnehmen. Das ist sozusagen der Plan. Und wir werden mal gucken, das Ganze gleichzeitig mit so einer Art Speedrun verbinden. Und, Moment, also, ja, um dann einfach zu versuchen, so schnell wie möglich auf diese 25 Tage zu kommen. Das heißt, wir werden essen, schlafen, trinken und so weiter und so fort. Und das dann halt sozusagen immer wieder so zwischen den Wölfen und Häusern hin und her rennen, ohne wirklich die Sicherheit zu haben, dass uns nicht irgendwas, ja, ans Leder geht am Ende. Ja, da hast du recht, Hoppel, Hopser. Also Frage, wer von euch ist für die Küstenstraße, dass wir den guten Malte Torben oder Torben Malte, keine Ahnung, dass wir den an der Küstenstraße aussetzen und ihn da sein pazifistisches Überlebenskämpflein beginnen lassen.
Ja, genau, so ähnlich, ja. Bloß, wenn Torben Malte kommt, gibt's nur Saures. Da gibt's nicht nur Süßes oder Saures, da gibt's nur Saures, denn der verteilt nämlich dann Zitronenschnitz an die Kinder und da gibt's nichts Süßes. So, also schreibt mal ganz, ganz kurz rein, wärt ihr auch für Küstenstraße? Denn das ist jetzt die Entscheidung, die wir natürlich als erstes treffen müssen. Und sobald wir diese Entscheidung getroffen haben, legen wir einfach los und Torben Malte kann dann auf seiner Reise zu einem, ja, nach Hause, da wo er, keine Ahnung, seine Joints wahrscheinlich hat, endlich in Angriff nehmen. Okay, Eileen ist es egal. Ich nehme mal an, dass es dann Hoppelhopser der Meinung ist, dass wir dann auf jeden Fall Küstenstraße nehmen sollen, wenn du es schon so vorgeschlagen hast. Kalkwurz sagt, es ist okay. Und Algrin, was meinst du? Und Speedgill? Und Marterpfahl, was meint ihr? Ich will noch ein, zwei Meinungen hören. Oder in dem Fall lesen. Ansonsten klicke ich hier noch fröhlich rum. Hallo Lini Burrito, ich grüße dich. Falls du noch mal ein kleines Update brauchst, ich kann gleich noch mal erklären, was wir jetzt heute tun werden. Aber schreib mal rein, also ob wie viel du schon mitgekriegt hast. Also weißt du, um was es heute geht? Ich kann auch nachher noch mal so in 10 Minuten, in der Hoffnung, dass dann alle da sind, die Info raushauen. Ich kann auch jetzt schon mal sagen, ich weiß, dass ich schon mal 19 Tage überlebt habe ohne eine Waffe. Das war aber allerdings nicht der Schleichermodus. Okay, also gut, dann machen wir die Küstenstraße. Dann nehmen wir, ja, es ist ein Mann, weil wir Torben Malte haben. Ich habe extra so einen Alternativ-Öko-Namen genommen oder das, was man so im Volksmund als das empfindet. Ich behaupte jetzt nicht, dass jeder, der Torben oder Malte heißt, ein Alternativ-Öko ist, ne? Aber ich habe extra gegoogelt. Es gibt tatsächlich Foren, wo sich Leute darüber unterhalten. Was sind denn Kindernamen für Alternativ-Ökos? Und das sind die zwei meistgenannten Männernamen gewesen. Deswegen habe ich gleich mal gedacht, hey komm, gibst du dann mal gleich mal so einen Doppelnamen in die Richtung. Okay, alles klar, du weißt es aus der Ankündigung. Perfekt, dann starten wir. Nein, also das hier ignoriert er. Er ist nicht hier mit einem Flugzeug abgestürzt. Er wurde von seinen Freunden von PETA und Greenpeace hier ausgesetzt, weil er ihnen auf den Keks gegangen ist. Oh, das fängt ja schon mal gut an. Boah, da unten hat es gleich schon mal zwei Wölfe. Fängt schon mal gut an, gleich mal mit zwei Wölfen um die Ecke. Und gleich mitten in dem Sturm. Hallo Mad Max, grüß dich. So, meiner Meinung nach gehen wir dann als allererstes mal gleich da oben hin. Hier das. Genau, das ist einer von den Kumpels von Torben Malte, der hat es nicht nach Hause geschafft. Boah, gefühlt minus 13 Grad, das ist echt heftig. Gucken wir mal, dass wir gleich mal hochkommen. Ich hoffe, dass es von der Lautstärke auch so okay ist. Ich wurde einmal darauf angesprochen letztens, dass das Spiel ein bisschen zu leise wäre. Ich hoffe, dass das jetzt für euch okay ist. So. Jetzt gehen wir erstmal da rein. So, das ist das erste. Das Haus an der Küste. Das Problem ist, was haben wir denn überhaupt eigentlich jetzt hier? Ah, wir haben eine Fackel. Boah. Okay, die Klamotten sind sehr, sehr random. Wir haben ein bisschen Schmerzmittel, wir haben eine Hose, also ja, die ist sehr öko, diese Hose, die wir haben. Also die hat schon mehr Löcher, als dass sie irgendwas anderes hat. So, jetzt gucken wir mal. Das ist das erste Haus, das wir jetzt hier quasi wirklich jetzt durchnehmen. Eine Orangenlimo ist schon mal fantastisch. Fleisch mit Bohnen. Das Problem ist, das kriegen wir momentan noch gar nicht auf. Tomatensuppe ist auch super. Muss gleich mal gucken, was wir hier für eine Temperatursituation haben. Ob wir überhaupt hier. Okay, gefühlt ist es hier 4 Grad. Das ist okay. Wir haben noch.
gar keine. Wir haben noch gar keine Feuer, wie heißt, Streichhölzer gefunden. Stelle ich gerade eben so für mich fest. So. Antiseptikum. Und jetzt kommen wir gleich noch zum Kühlschrank. Auf den baue ich jetzt irgendwie. Okay, der Kühlschrank war nicht sehr kooperativ. Mist. Okay, nicht so gut. Tisch, 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 Tisch. Da war noch ein Schrank. Nähset. Streichhölzer. Na also. Ich möchte jetzt mal gucken, ob wir nicht hier irgendetwas finden können. Denn irgendwie ist es hier sehr dunkel. Finde ich. Es ist hier irgendwie sehr dunkel. Ich laufe das hier gerade eben alles mal schnell ab. Dass wir nicht irgendetwas übersehen. Okay. Ich dachte, da liegt was. Nee, und ach Gott, schon wieder. Ich hoffe, dass wir relativ bald eine Lampe finden. Liegt da drunter irgendwas? Nein. Ein Verband. Ja, den werden wir höchstwahrscheinlich nicht brauchen. Ich nehme trotzdem jetzt einfach erstmal alles mit, ne? Wir können immer noch gleich. Oh, ein Luxus-Anorak. Der kommt jetzt wirklich sehr, sehr gelegen. Okili dokili. Und. Liegt da was? Ach, Metallschrott. Okay. Und unsere erste Wasserquelle. Mit der können wir das natürlich jetzt hier easy peasy erstmal eine Weile durchstehen. Ja, wir werden es auch nicht brauchen. Keine Sorge. Du wirst sowieso keinen Wolfsangriff überleben, lieber Malte Torben. Okay, hier haben wir sonst nichts mehr. Dann haben wir nämlich jetzt ein Problem. Ich will gerade eben mal schauen. Wir haben nämlich das Problem, dass wir jetzt außer das hier jede Menge Nahrungsmittel haben, die wir gar nicht öffnen können, außer wir schlagen sie auf. Das finde ich nicht so gut. Und das hier ziehen wir jetzt mal an. Ich will mal gerade immer schauen. 4 Grad, 5 Grad sind trotzdem immer noch besser. Aber das hier können wir anziehen. Und ich glaube, wir zerlegen. Kann ich die überhaupt zerlegen? Ja, kann ich. Weil dann können wir vielleicht gleich schon mal was reparieren. Das so als ersten Akt in Anführungszeichen. Aktionen reparieren. Wird wahrscheinlich eh nicht klappen. Weil wir noch zu mutig sind. Und. Ah, doch, scheint geklappt zu haben. Scheint geklappt zu haben. Aber. Ja, komm, dann machen wir. Was sind denn das? Einfache Stiefel. Aktionen. Ja, komm, dann reparieren wir die gleich nochmal. Okay, gescheitert. So viel dazu. Reparieren ist nicht mehr, aber wir haben jetzt immerhin schon mal ein paar Kleinigkeiten. Wie geht's uns? Uns geht's gut. Ich möchte diese Fackel dabei haben. Diese Fackel trennt uns vor dem Magen eines Wolfes. Und diese Temperaturen trennen uns die Gliedmaßen ab. Oh. 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 Das gefällt mir gar nicht. Leute, das gefällt mir gar nicht. Sind das affig viele Wölfe? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf was haben wir uns da eingelassen? Okay, wir gehen jetzt als allererstes mal in eine dieser Fischerhütten hinein. Weil da gibt es ja auch manchmal diese. Diese Dinger da, ne? Ihr wisst, was ich meine, diese Fackeln. Und das ist unsere einzige Lebensversicherung in diesem Spiel, gerade eben so eine Fackel. Das Lustige ist, ich habe für mich so festgestellt, dass der Schwierigkeitsgrad. Was liegt denn da? Ach, wie geil, da liegt ein Plastikbehälter. Nicht, dass es was nützen würde.
Aber dass dieser Schwierigkeitsgrad hier nur dann wirklich von Bedeutung ist, wenn ihr noch keine Waffe habt. Meinst du, die fressen mich nicht, die Wölfe? Du meinst also, die jagen mich zum Spaß, so aus der Spaß oder Freude? Kann natürlich auch sein. So, jetzt erstmal hier rein. Ein Schokoriegel. Nochmal was Leckeres. Jede Menge Holz. Was zum Angeln. Das lassen wir allerdings da. Denn wir haben nicht die Möglichkeit, hier großartig zu angeln. Von der Temperatur her werden wir das nicht überstehen. Deswegen tue ich das jetzt gerade eben mal wieder hier rein. Das ist einfach zu schwer. So, Moment. Ich schaue mal gerade eben nochmal, nicht, dass wir da was übersehen. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hohoho, diese Jaulen. Die wollen mir wohl was mitteilen. Ja, keine Sorge, Hoppelhopser. Wir werden Stöcke sammeln. Allerdings versuche ich jetzt erstmal, mir hier so einen Überblick zu verschaffen. So einen klitzekleinen. Bin jetzt echt ein Paranoide, mich umgucken. Boah, wieder Sturm. Ich habe so den Eindruck, dass die Sturmwahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, als ich es gewöhnt bin. Oder wir haben einfach nur einen echt bescheidenen Zeitpunkt gefunden, um hier loszulegen. Nochmal eine Orangenlimo. Ein bisschen Stoff, ein bisschen Metallschrott. Metallschrott nehmen wir deswegen mit, falls wir einen Beil finden und es reparieren wollen. Ja, Sardinen, die kann man, glaube ich, sogar so aufmachen. Ja. Ja. Ich glaube, ich. Oh, da drüben ist ein Wolf. Ich versuche jetzt trotzdem mal mein Glück mit dem Ding da oben. Mit den Hütten da oben. Das Wichtige ist, Wölfe jetzt natürlich rechtzeitig erkennen, ne? Oh oh. Nicht gut! Da war schon der Erste. Okay, wir sind jetzt erstmal hier drin. Das finde ich auch schon mal jetzt sehr, sehr angenehm. Jetzt kann ich auch mal wieder lesen, was er so schreibt alles. Ach stimmt, damit kann ich nähen. Ja gut, wir wissen ja, wo es rumliegt. Wir wissen ja, wo es. Ja, super. Das Gemeine ist ja mit diesem Schwierigkeitsgrad. Jawohl, wir haben noch mal eine Fackel. Dass man, wie soll ich sagen, man findet ja auch weniger Zeug, ne? Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Man findet weniger. Jawolligens. So, wir können zum ersten Mal jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit totschlagen. Und erstmal 10 Stunden. Ah, ne, wir müssen erstmal was trinken. Fällt mir gerade eben ein. Genau, danach können wir allerdings jetzt erstmal 10 Stunden rasten. Das ist, weil wir zum ersten Mal jetzt Zeug haben. So, wunderbar. Hi Olli, grüß dich. So, jetzt haben wir Nacht. Wir sind durstig. Vom Hunger her geht's noch. So. Ich würde sagen, wir haben noch 6 Stunden. Das heißt, wir schlafen mal 7 und gehen dann ins nächste Haus. Dann haben wir schon mal den ersten Tag jetzt rumgebracht. Haben dafür 10 Minuten gebraucht. So. Essen tun wir mal noch nix. Ich sehe noch keine Nötigkeit dazu. Drückt uns die Daumen. Gleich mal ins nächste rein. Ich hatte es gerade voll übel geknurrt, aber ich glaube, das war der Magen von Torben Malte, ne? Machst du mal hier so das Dingens hier an? Ah,
sehr gut. Was ich nämlich auch vorhabe, ist, ich möchte aus Benzin und so weiter und so fort, ich möchte Fackeln bauen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil damit kann man ja auch Wölfe abschrecken, ne? Wir werden also wirklich versuchen, jetzt mit der, ja, mit der Abschreckung, die uns zur Verfügung steht, zu arbeiten, weil was anderes haben wir ja nicht. Boah, ist echt mau, was hier gibt. Ist echt mau. Okay, weiter ins nächste Haus. Erstmal die Häuser abchecken. Okay, draußen liegt manchmal ein Beil, meinst du, Hoppelhopser? Dann, nein, oh Gott, ich will das Ding nicht anmachen. Dann schauen wir uns gleich mal um. Aber erstmal gucken wir uns hier drinnen um. Ich hoffe ja, dass wir immer noch irgendwo ein paar gute Klamotten finden. Eine Skijacke. Können wir vielleicht zerlegen und den Luxus-Anorak damit flicken? Jawohl, ein Wollschal, das ist auch sehr gut. What have we here? Thermostiefel! Zu dumm, dass wir die anderen repariert haben. So. Nein, da will ich doch gar nicht. So, Dankeschön. Ein Energieriegel. Gibt es irgendwas unter dem Bettelchen? Scheinbar nein. Okay, dann gucken wir mal ganz, ganz kurz mal, was wir klamottentechnisch jetzt hier gefunden haben. Das hat 1,5 Grad, 1,8. Boah, die sind so schon besser. Guckt euch das mal an. Diese Thermostiefel sind einfach der Hammer. Also werden sie jetzt erstmal zerlegt. Die anderen Stiefel. I need to find food. Ja, das Problem ist, Eileen, dass es natürlich mit der Schwierigkeit des natürlich zusammenhängt, ne? Die Schwierigkeit des Spielens in Anführung, also das eingestellte Schwierigkeitsgrad, der macht natürlich ganz, ganz viel aus, auch wie viel Loot es gibt. So, Moment, also als allererstes, der wird natürlich hier die Bude rocken. Weshalb wir ihn jetzt erstmal reparieren, oder wir werden es zumindest versuchen. Braucht drei Stoff. Das finde ich heftig. Oh, jetzt haben wir Hunger. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier eine Runde bleiben. Jetzt haben wir hier 96%. Das ist gut. Ach, den können wir gar nicht reparieren. Ach, wir haben Stoff gekriegt aus den komischen normalen Stiefeln oder was? Haben wir noch Stoff? Wir haben noch ein getrocknetes Leder. Und das war's. Dann verstehe ich aber nicht, warum ich jetzt gerade eben. Brauche ich dafür mehrere? Ach, ich brauche nochmal Stoff. Okay. Okay. Ich werde jetzt trotzdem nochmal kurz rausschauen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Vorhänge zerlegen kann ohne Messer. Ist tatsächlich ein Messer. Gut, wir haben ein Werkzeug. Wir können jetzt ab jetzt schon mal immerhin überhaupt was öffnen, ohne es aufschlagen zu müssen. Das finde ich schon mal sehr erfreulich. Eine Kondensmilch. Das ist auch gut. Oh, hier gibt's Spinde. Ich spinne, hier gibt's einen Spind. Und wir müssen ihn nicht mal aufbrechen. Hat sich aber auch nicht wirklich gelohnt. Und hier? I could use this. Nochmal eine Dose Sardinen. Gibt's da auch noch was? No. Auch nicht. Moment, dann. Genau, wir brauchen nämlich dafür, glaube ich, ein Messer. Dann machen wir das nämlich jetzt mal, weil unsere Klamotten sind uns heilig. Wenn uns schon, also gegen die Kälte dürfen wir uns aktiv verteidigen. Nicht gegen die Wölfe. Das heißt, wir werden uns gegen die aktiv verteidigen, so gut wir können. Gegen die wir es dürfen. Und das ist in dem Fall die Kälte. Das heißt, wir werden jetzt hier ganz, ganz schnell mal die Sachen herrichten. Auch wenn wir dafür die Inneneinrichtung auseinandernehmen müssen. So, das sind jetzt einige an Stoffsachen. Ich glaube, als allererstes gehen wir dann jetzt hier mal die Thermostiefel an. Oh, Moment, wir können ja noch mehr. Wir können noch mehr. Du meinst, ah, okay, die Schuhe noch nicht. Also die Schuhe als letztes Mad Max, ne? Ja, stimmt. Oh,
liegt ja alles am Boden. Ich dachte, ich sammle das dann immer ein, aber hab das Spiel schon wieder tagelang nicht gespielt und dann schlägt natürlich wieder der maximale Fail-Bob zu. Der kommt dann immer rein und haut mir ins Genick. Der Fiesling, das tut er ständig. So, da liegt noch mehr Stoff rum. Gut, 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 gut. Ist noch hungrig, durstig. Das ist aber alles noch okay. Wir werden als allererstes später dann mal ein normales Getränk uns reinpfeifen. So, als allererstes möchte ich, dass auch wenn sie sehr, sehr sinnbefreit ist, diese Hose repariert wird. Das ist momentan jetzt hier so mein Hauptanliegen. Na, das hat schon mal geklappt. Wir haben jetzt 63%. Nee. Wir probieren es nochmal. Dann sollte sie auf jeden Fall gefixt sein. Oder weitgehend gefixt sein. Du meinst, weil ich die Streichhölzer ständig verbrauche? Ja, zugegebenermaßen, ich sollte nicht zu viele Streichhölzer verbrauchen. Da gebe ich dir recht. Aber sonst sehe ich ja nichts. Moment, muss husten. Bin leider auch ein bisschen erkältet. Aber nicht schlimm. So, ich glaube, wir machen das hier gleich nochmal. Oder? Sind wir schon? Ne, wir haben schon 96% hier. Dann machen wir jetzt mal den Schal. Dann wird der Skill natürlich auch immer besser. Und dann haben wir danach sowieso gleich einen guten Grund. Okay, der ist anscheinend komplett voll geworden. Das ist super. Dann haben wir auch gleich hier nachher einen Grund, nochmal eine Runde hier zu bleiben. Oh, wir verdursten auch gerade eben. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so super. Dagegen sollte ich jetzt vielleicht dann doch mal was unternehmen. Zum Beispiel hier eine Fanta trinken. Oder eine Orangenlimo. Ihr wisst, was ich meine. So, die trinken wir auch noch gleich hinterher, denn wir haben jetzt schon 92% Schaden. Das fällt in die Kategorie Dinge, die ich nicht mehr witzig finde. Weshalb ich jetzt ihm auch so viele Kalorien verpasse, dass er auf jeden Fall auch eine Nacht übersteht. Ich glaube, das dürfte diese Menge... Ja, komm, wir nehmen noch ein bisschen mehr. Und wir trinken noch was. Boah, wir haben schon so viel Wasser verbraucht. Das ist echt schlimm. Ja, wir haben ein Wasserproblem. Wir haben definitiv ein Wasserproblem. Es kann sogar sein, dass wir eventuell nochmal raus müssen heute und gar nicht hierbleiben können. Obwohl ich das gar nicht will in diesem Dämmerungszustand dann da draußen. Moment, wie viel haben wir noch? Wir haben noch 8. Okay, dann können wir locker nochmal ein bisschen reparieren. Erhöht natürlich auch den Skill. Danke, Martha Pfahl. Das habe ich auch gesehen. Ich dachte bloß, dass es wahrscheinlich schneller geht. Ich nehme mal an, es geht schneller mit dem Messer, oder? Da wollte ich dann doch lieber das Messer nehmen. Und für Torben Malte ist ein Messer keine Waffe, sondern ein Werkzeug. Er will sich seine zarten Hände nicht kaputt machen, indem er da selber an diesem stahlharten Stoff rumreißt. So. Der hat Hände wie Mr. Burns, wisst ihr? Er geht leicht kaputt. So, jetzt haben wir das hier repariert. Jetzt wagen wir uns mal an das Ding ran. Versuchen wir es mal. Genau, jetzt machen wir die Schuhe. Toi, toi, toi. Und. Es hat geklappt. Wir haben jetzt hier 62%. Das hat geklappt, das ist sehr gut. Wir haben noch ein bisschen Stoff übrig. Ich glaube, ich mache jetzt hier auch noch mal ein paar von den Dingern. Und Helligkeitslevel und Wind sagen uns, dass wir heute hier bleiben werden. Klamotten sind es auf jeden Fall in einem guten Zustand. Wir haben jetzt hier Kleidungsbonus von 12 Grad und einen Windkühlbonus von 8 Grad. Ich möchte behaupten, das ist etwas, mit dem man arbeiten kann. So, wir trinken noch mal was. Ich glaube, auch wenn man eine Suppe trinkt, kommt man wieder auf einigermaßen ein Level, ne? So. Ja, dann Bettchen. Dann gibt es morgen früh als allererstes mal Suppe, möchte ich mal behaupten. Als allererstes gibt es Suppe zum Frühstück. So, wir sind ja sehr durstig.
wissen jetzt gar nicht, wie lange es jetzt irgendwie noch hell ist. So, öffnen. Ich frage mich jetzt, wie viel da verloren geht. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Ah, ne, da kriegen wir alles. Wir haben 300 Kalorien daraus gekriegt. Oh Gott, das hat uns aber überhaupt gar kein Wasser gebracht. Stelle ich gerade eben fest. Leute. Ich gehe jetzt mal nach draußen. Weil, ich glaube, im Sturm gibt es keine Wölfe, ne? Im Sturm gibt es, glaube ich, keine Wölfe. Die Frage ist natürlich, wie krass der Sturm ist. Er ist minus 31 Grad. Ich versuche mein Glück. Vielleicht schaffen wir es zu einem Haus. Wir müssen es versuchen. Denn ohne Wasser sterben wir sowieso. Ich habe ja nichts anderes erwartet, als dass das hier ein harter Run wird. Okay. Jetzt müssen wir kurz mal ausruhen. Da ist ein Auto. Eigentlich würde ich gerne in dieses Auto reingucken. Aber bei der Temperatursituation, ich weiß nicht, ob das eine blöde Idee wäre. Wir gehen einfach erstmal weiter. Was, es können Wölfe draußen sein? Ich hoffe nicht, dass die das auch so sehen. Ich hoffe, das hat ihnen keiner gesagt. Ich hoffe, das hat den Wölfen keiner gesagt. Oh mein Gott. Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir ein bisschen Flüssigkeit bekommen durch die Tomatensuppe, aber anscheinend nicht. Oh, jetzt wird's kalt. Es wird kalt. Aber ich glaube, wir sind schon ordentlich weit. Wir haben es immerhin zum nächsten Haus geschafft. Und mein Weg führt mich jetzt natürlich als allererstes zur Toilette. Weil da können wir uns sicher sein, dass wir da Wasser kriegen. Es gibt tatsächlich Wölfe im Sturm. Ich habe noch nie welche gesehen, aber das kann auch daran liegen, dass ich bei Stürmen in der Regel nicht draußen bin und in der Regel auch nicht allzu weit gucke. Boah, das war mit der Temperatur gerade eben echt hart. Also das... Ich glaube, das hätte jetzt unser Ende sein können, wenn wir da jetzt nichts gefunden hätten. Aufgerollte Zeitung. Guck mal, wie die Klamotten durch diesen Sturm jetzt schon in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ja, geht eigentlich noch. So 1 bis 5%, je nachdem. Erdnussbutter? Es stürmt eigentlich sehr, sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wisst ihr, was jetzt total episch wäre? Ein Dosenöffner. Oh, oder eine Dose Kaffee. Die nehme ich natürlich auch gerne. That'll come in handy. Du wurdest im Sturm angegriffen. Boah, das ist heftig. Hast du das überlebt, Dini Burrito? Weil ich stelle mir das extrem krass vor, wenn du dann auch noch, dann frierst eventuell, kämpfen musst, nicht wegkommst und dann vielleicht auch noch Blutverlust hast, dann kommt ja alles zueinander. So, aber irgendwie... Also wir finden jetzt jede Menge Salzcracker, die uns noch durstiger machen. Ah, noch mehr Streichhölzer, das ist gut. Mehr Salzcracker. Okay, also an Salzcracker werden wir... wir werden nicht an Salzmangel sterben. Das ist schon mal klar. Tisch, ich schaue mich gerade eben mal um hier. Eine Wasserflasche, sehr gut. Die hätten wir fast übersehen. Wir müssen auch noch gleich nach oben gehen. Oh, da ist nochmal eine Traubenlimonade. Schauen wir auch mal hier in diesen Schrank rein. Noch mehr Thermostiefel.
Die können wir auseinandernehmen und die anderen fixen. Was ist denn da drin? Regal, Moment. Machen wir hier an. Da liegt nichts drunter. Oh. Hallo. Komischer Hausbesitzer. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir ein bisschen hier verweilen. Das Wetter draußen ist garstig, sage ich Ihnen. Oh mein Gott, das lassen wir gleich liegen. Das ist ja ekelhaft, eine Munition. Dieser Mensch war ein Mörder, ein Tiermörder. Das sagt sich zumindest Taubenalte. Ich habe die Munition deswegen extra drin gelassen. So, und das nehmen wir mit. Solange wir es tragen können, nehmen wir es definitiv mit. Hast geschafft, aber knapp. Okay, ja, immerhin, du hast es geschafft. Das sind immer so die geilsten Momente, wenn man es dann doch noch irgendwie überlebt und sich fragt, so, ja, wenn jetzt noch irgendwie eine Sache schiefgegangen wäre, was wäre dann gewesen, ne? Dann wäre es wahrscheinlich rum gewesen. Noch eine Skijacke. Ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt alles mitnehme oder ob ich die Sachen dann teilweise wirklich einfach zerlege. So, dicker Baumwoll, irgendwas. Im Großen und Ganzen geht es uns gerade eben so gut, Essen und Trinken technisch, dass ich der Meinung bin, dass wir uns mal eine Runde hinhauen. Der Sturm mag uns eh nicht. Der wird uns eh nicht helfen. Also können wir ihn auch einfach mal aussitzen. Einfach mal, auch nur um Zeit jetzt mal rumzubekommen. Wir können eh nicht raus. Von daher. So. Haben wir jetzt wieder Hunger. 97%. Ich würde behaupten, wir pfeifen uns deswegen jetzt hier mal die Traubenlimo als allererstes rein. Ich möchte wieder auf 1000 Kalorien kommen ungefähr. Und dann nehmen wir den Riegel hier noch. Sehr gut. Im Übrigen, eine Sache will ich noch machen, als Abschluss, also wenn wir nachher hier fertig sind, das, ich denke schon so weit in die Zukunft. als, wie viele Stunden Tageslicht haben wir übrig? Ist jetzt Nacht draußen? Weniger als eine Stunde Tageslicht übrig. Ah ne, wir müssen jetzt sowieso nochmal schlafen. Okay, ja. Ich möchte euch nachher noch ganz, ganz kurz zeigen, wie es Steffen geht, denn Steffen ist nochmal ein bisschen weiter, das wisst ihr noch gar nicht. Für diejenigen von euch, die sich nicht spoilern lassen wollen, ich glaube, Aylin war's. Du kannst es dir angucken, aber ich werde es dann noch rechtzeitig sagen, dass du im Zweifelsfall einfach dann schon rechtzeitig gehen kannst. Aber die anderen könnte es eventuell interessieren. So. Jetzt haben wir noch eine Stunde Dunkelheit übrig. Ja, komm, wir gehen jetzt mal hier nochmal auf 2 Stunden. Und dann schauen wir mal. So. Bisschen was trinken. Ja, das Wasser geht uns aus. Wir müssen echt von Haus zu Haus hoppen. Wie lange leben wir jetzt schon? Es sind 2 Tage, 23 Stunden. Also im Großen und Ganzen haben wir jetzt 2 Tage überstanden. Drückt uns die Daumen, dass da draußen nichts Böses ist. Da drüben ist, glaube ich, manchmal eine Axt drin, ne? In dem Stumpf. Aber da drüben ist halt auch manchmal ein Wolf. Wie ich gerade gesehen habe. Den möchte ich jetzt nicht unbedingt näher kennenlernen. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Und hoffen, dass der jetzt hier nicht auf die Straße kommt. Ich glaube, ich habe ihn gehört. Weiß eigentlich jemand von euch, wie sich Bären verhalten im Schleichermodus? Sind da die Bären genauso bärig wie jetzt oder sind sie da noch ein bisschen unbäriger? Ich kann es gerade eben nicht lesen, weil ich so paranoide den Bildschirm anstarre. Verschwinde, du Biest.
Okay, das war die erste Fackel. Er kam also doch hier rüber. Er rennt jetzt auch weg, das ist gut. Ah, er tut jetzt hier Wetten abschließen, wie lange wir es packen, oder? Ich sehe es gerade eben erst. Ja, ihr dürft wetten. Und dieses Mal wetten wir um Därme. Weil die, weil Torben auf Kutteln steht. Torben malte mal Kutteln, deswegen wetten wir um Därme. Ihr dürft also jetzt setzen und derjenige von euch, der als nächstes dran ist, der hat gewonnen und ja. Alle anderen haben dann halt verloren, in Anführungszeichen, würde ich mal sagen. Was haltet ihr von der Idee? So, Gott, ich hasse den Nebel. Ich hasse auch die Stelle, wo wir jetzt hingehen. Ich hibbel auch die ganze Zeit mit meinen Füßen auf und ab, weil ich mega nervös bin. Das ist so diese Stelle hier. Wenn da ein Wolf kommt, bist du tot. So eine Todeszone. Mhm. Aber dieses Mal können wir uns das Auto tatsächlich anschauen. Das ist eine Limo. Noch eine Limo. Und da war, glaube ich, noch nie irgendwas drunter. Stoff. Kofferraum, der nicht mal abgeschlossen ist. Mit Fressalien drin. Ausgezeichnet. Nehmen wir nochmal mal ganz kurz mit, wenn es hier so freundlich rumliegt. Nee, Zweig zerbreche ich jetzt nicht. Wow! Wie es wegrennt, ne? Und ich mich erschrecke deswegen. Aber ich sehe gerade eben auch. Oh, da drüben ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Ich mag den nicht. Da ist auch einer. Jetzt wird's tricky. Wie schnell sind die Wölfe eigentlich? Können wir vor denen wegrennen? Puh, also der und der haben echt gerade eben eine super Posi, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will kurz mal gucken, wie sie laufen. Und dann versuche ich den hier auszumanövrieren. Ich will ihn aber natürlich auch so, ja, so lange wie möglich sehen. Nicht, dass er plötzlich kehrt macht und uns plötzlich ins Gesicht springt. Keine Sorge, Leute, ich lese gleich, was ihr da schreibt. Ich bin gerade bloß voll auf 180. Okay. Ich will ja eigentlich einfach nur eine Stelle haben, wo ich mich rein verkriechen kann. Das Haus ist kaputt. Der hat uns gesehen. Großartig. Boah. Boah. Ich war gerade eben total irritiert. Okay, erstmal lesen. Du meinst Bertram? Ah, Bertram ist doch der Erzfeind von Steffen und nicht von Torben Malte. Wobei, es könnte natürlich schon sein, ne? Das Kuttelrezept von meiner Oma, Eileen, es war jetzt nicht unbedingt so, dass man es dringend weitergeben muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Kutteln, also Kutteln habe ich als Kind gegessen, zweimal und nie wieder, mir hätte auch schon einmal gereicht. Das lag aber daran, dass ich nur die Kutteln meiner Oma kannte. Ich weiß nicht, ob man Kutteln auch lecker machen kann, weiß ich wirklich nicht.
Super, jetzt haben wir das hier schon verloren. Aber meine Oma hat sie nicht so gemacht, dass ich sie mochte. Bei meiner Oma waren die einfach nur sauer. Also es war einfach nur sauer. Sauer und glitschig und... Wenn ich ehrlich sein soll. Da ist der Wolf da drüben. Jetzt gehen wir mal da rein. Ja, das ist eine komische Konsistenz, ja. Das hat sich im Grunde im Mund so angefühlt, als ob man nur so diese Hähnchenhaut essen würde. Nur noch ein bisschen schlabbriger. Und halt nicht mit dem Geschmack von Hähnchenhaut. Also so, sondern es war halt einfach nur so... Ja. Aber ich mag auch keine Calamares. Also von daher, ich mag nicht diese Art von Essen. Ich bin auch eher jemand, der... also für mich ist der Geschmack gar nicht so wichtig, sondern die Konsistenz. Ich bin eher so ein Konsistenzschmecker, in Anführungszeichen. Es gibt Dinge, die mag ich einfach wegen der Konsistenz nicht. Oh, ein Fischili. Das ist gut. So. Gucken wir mal da noch rein. Oh. Ja, jetzt schlagen wir aber gerade vor allem 100% Zustand. Ja, kannst du mal suchen bei Chefkoch. Also, wie gesagt, also ich kenne... also ich habe nie die Erfahrung machen dürfen, dass Kutteln für mich lecker waren. Das lag aber auch an dieser frühkindlichen Erfahrung, in Anführungszeichen. Und auch weil meine Oma so... wenn ich von meiner Oma rede, rede ich immer so, als ob es nur eine gewesen wäre. Also ich hatte ja zwei Omas, wie die meisten Menschen, hehe. Bei der einen Oma war das eigentlich immer problemlos und bei der anderen war das Essen durchaus problematisch. Weil die halt der Meinung war, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wenn nicht, dann, dann lag daneben der, oh, ein Luxusanorak mit 97%, das ist geil. Daneben der Kochlöffel als Drohgebärde. Ohne Witz, das Ding lag wirklich daneben und ich weiß, dass mein Vater und mein Onkel und meine Tante, die haben als Kinder da noch eine draufgekriegt gehabt. Das waren noch Zeiten, sage ich euch, die vermisst man, glaube ich, heutzutage echt nicht mehr. Weder als Eltern noch als Kind. So. Ja, gucken wir hier noch rein. Und. Ist dann Tisch. Aber wir haben hier auf jeden Fall jetzt wieder Wasser. Das ist das, was mir am wichtigsten gerade eben ist. Und wir sind schon wieder leicht am Verhungern, aber das stört mich gar nicht. Was ich jetzt schon gemerkt habe, ist, dass die Wölfe extrem große Aggro-Reichweite haben. Also, trotz der Tatsache, dass wir eigentlich relativ weit weg von ihnen sind. So, Moment, was schreibt ihr denn gerade eben wieder? Es kann schon sein, dass die zwei Brüder sind. Vielleicht sind es Halbbrüder. Wir wissen ja über die Familienzustände offiziell noch nichts. Ihr könnt ja mal im Internet recherchieren. Peggy war viel zu tough. Peggy war viel zu tough. Das, Steffen und Torben Malte, also ganz im Ernst. Peggy wird die beiden in der Pfeife rauchen. Wenn wir mal ehrlich sind, da kommen die beiden nicht mit. So, rein ins Auto. Nix. Oh, eine Lupe zum naturfreundlichen Feuer machen. Finde ich gut. Ich höre einen Wolf. Ich hatte ihn vorher schon gehört, aber da, ab da war ich mir sicher, dass da einer ist, als es geknurrt hatte. So. Jetzt können wir uns erstmal hier ein bisschen gütlich tun und ein bisschen Zeit hier quasi um die Ecke bringen. Das hier ist nämlich der Ort, wo ich als allererstes jetzt mal hin wollte. Weil der natürlich einige Goodies für uns bereithält. Zum Beispiel jede Menge Trockenfleisch und Limos, wie ich gerade eben feststelle. Und ich hoffe auch, dass jetzt hier sozusagen... Ah, da ist auch eine Lampe zum ersten Mal. Das ist auch sehr gut. Fantastisch. Und da liegt auch Kaffee. Warum auch immer Kaffee im Werkzeugbereich... geht. So, Moment,
In die Tonne damit. Oder ne, irgendwo, wo man es nicht findet. Torben Malte versteckt es ganz schnell. Dass auch ja niemand jemals mit dieser Patrone jemanden oder etwas erschießen könnte. Wobei Torben Malte ja auch bei Tieren von jemandem spricht. Das ist kein Tier, das ist eine vierbeinige Persönlichkeit ohne Rechte. Die vierbeinigen Entrechteten sozusagen. Moment. Was? Der hat ihn auf dir kaputtgeschlagen, das ist aber auch Hardcore. Ja, dann hast du ja auch solche Erfahrungen machen dürfen. Also, das Gute ist, ich weiß nicht warum, meine Oma hat's, also diese Oma, meine andere Oma hat sowas nie getan. Also, die eine Oma, die hat es nie gewagt, wirklich das dann, also wirklich handgreiflich zu werden. Warum weiß ich nicht, weil ich wusste, dass sie es bei anderen getan hat. Vielleicht hat auch mein Vater oder meine Mutter oder sonst irgendwie ihr gesagt, das wird nicht passieren. Und hat sie sich dran gehalten. Ich habe keine Ahnung. Oh, eine Bügelsäge. Tun wir mal dahin, nicht, dass wir sie bräuchten. Ich erinnere mich nur an diese eine Szene. Also, oh, na, also, wir haben ein Beil gefunden. Ausgezeichnet. Ich weiß nur, dass meine Brüder und ich, wir lebten halt quasi immer so als Kind, so nennen wir es jetzt mal mit der berechtigten Sorge. Und noch ein Messer, sehr gut. Dass das passieren könnte. Bis zu dem Zeitpunkt, damals war ich 15 und mein anderer Bruder war 14. Und also das war halt schon, wir waren halt schon echte Halbstarke an der Stelle. Und wir hatten einfach keinen Bock mehr quasi schon ständig so von ihr ja, in Anführungszeichen, die terrorisieren lassen zu müssen, weil die Frau, die war so schräg drauf. Also mein Bruder, der hatte ein Brecheisen haben wir gerade gefunden, sehr schön. Mein Bruder hat sich selber Boxen gebaut, also diese Musikboxen. Ihr wisst schon, was ich meine, so richtig für Dudes, 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 Dudes. Und die waren teilweise so groß, die hätte man auch als Sarg verwenden können. Also schon wieder eine Munition. Er hat auch relativ gerne dann auch natürlich diese Musik relativ laut gehört, wobei er natürlich wusste, dass er es nicht übertreiben darf, weil dann wäre sonst der Putz von den Wänden gefallen. Das hätten die Dinger wirklich hingebracht. Also er durfte, also er hat sich selber davon überzeugt, dass er nicht mehr als das Ding, also sein Verstärker als 15% aufdrehen darf, sonst hätte es wahrscheinlich schwere. Also hätte die Integrität des Hauses schwer gelitten. Und ja, also meine Oma, die hat dadurch, also weil wir natürlich, oh, sehr gut, noch mehr Lampenöl. Wir haben mit ihr dann zusammen irgendwann mal im selben Haus gelebt und das war nicht gut, also mit dieser Oma. Denn die fand das natürlich überhaupt nicht super, dass mein Bruder so ein Krachmachteil hat. Für sie war das einfach immer nur Krach. Und die kam dann immer rein und fuhr ihn halt sofort an, er solle sofort den Bass leiser machen. Das Bekloppte ist, die Frau hat das sogar gemacht, wenn er lärmend in seinem Zimmer saß und keine Musik anhatte. Das ist so schräg. Also, wir waren dann irgendwann mal der Meinung, die Frau hört in Wirklichkeit gar nicht mehr. Wir wussten es nicht so wirklich. Aber kommt dann halt trotzdem rein, weil sie die Vermutung hatte, dass halt was läuft. Und ja, irgendwann mal wurde es halt mir und meinem Bruder zu bunt. Und sie stand halt mit dem Kochlöffel da und hatte gemeint, so, wir würden jetzt eine draufkriegen, wenn wir jetzt nicht sofort täten, was sie will. Und wir haben bis zu diesem Zeitpunkt dann immer alles gemacht. Bloß wir sagten, wir guckten, und das war so eine ganz, ganz komische Situation, wie sie immer wieder so unter Geschwistern halt vorkommt. Wir guckten uns gegenseitig an, mit diesem Blick, nee, guckten sie an und sagten, nee, machen wir jetzt nicht. Und was jetzt? Und dann sahen wir diesen Gesichtsausdruck in ihr, wie so der Zorn in ihr hochstieg und dann erstarb und sie in sich grummelnd verschwand und danach hat sie es nie wieder versucht. Sie hat in dem Augenblick realisiert quasi, die Jungs sind ihr entwachsen, sie hat keine Macht mehr über sie. Sie hat sich dann auch einfach nicht getraut, in Anführungszeichen, dann quasi die Hand gegen uns zu erheben und ja, also das war sozusagen der große Triumph in Anführungszeichen von uns über diesen Zustand. So, und jetzt möchte ich dann doch mal ganz, ganz gerne hier, was ich gerade eben für mich feststelle, wir haben keine, wir haben ja kein Benzin gefunden.
Wir haben kein Benzin gefunden. Du hast dich auch bis aufs Blut gereizt? Okay, ja gut. Wie alt warst du damals, Eileen? Würde mich interessieren. Ich meine, als Kind macht man ja sowas gern mal, ne? Das ist ja auch häufig gar nicht böse gemeint. Als Kind fordert man halt einfach nur heraus, in Anführungszeichen. Nein! Es ist kaputt gegangen. Oder so ähnlich. Ach nee. Es ist nicht kaputt gegangen, es lebt. Das Feuer lebt. Das finde ich gut. So, Moment. Jetzt als allererstes wird der Fisch hier gegart, bevor der uns hier noch wegschimmelt. Und dann werden wir zusehen, dass wir auch so bald wie möglich ja, wir machen noch mal ein bisschen Wasser, würde ich mal behaupten, oder? So viel Wasser, wie wir können. Einen Stock behalte ich noch mal. Noch mal 4 Liter Wasser. Und die werden natürlich auch sofort dann abgekocht. Wir waren damals, wie gesagt, 14 und 15. Das war so der Zeitpunkt, wo wir es einfach, wir haben es einfach nicht mehr eingesehen, uns da quasi so terrorisieren zu lassen. Weil sie halt wirklich teilweise auch absoluten Blödsinn von uns verlangt. Der halt einfach zu nichts geführt hätte, in Anführungszeichen. Aber es hat halt immer so geheißen, so, ja, lass die alte Frau halt, die weiß es auch nicht besser. Aber nachdem ich halt wusste, dass sie halt auch schon mit 30 nicht anders war, hatte ich dann irgendwann mal schon als Jugendlicher so ein bisschen, in Anführungszeichen, den Respekt vor ihr verloren. Aber nur vor dieser, nicht vor anderen. Ich konnte da immer sehr, sehr klar unterscheiden. Ich hatte nur einen Respekt vor ihrem Kochlöffel. Und als ich wusste, dass sie nicht mehr gegen mich einsetzt, wusste ich, okay, sie wird mich ab jetzt nicht mehr terrorisieren. Ich habe sie dann auch nicht mehr geärgert, sondern es war für mich einfach nur so, wie soll ich sagen, ich habe jetzt meine Ruhe vor ihr. Und das war sehr, 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 wie soll ich sagen, es war eine Genugtuung. So, jetzt werden wir hier nochmal was essen und dann werden wir nochmal hier ein bisschen Zeit rumbringen. Komm, wir essen das hier, bevor es kaputt geht. Das sind ordentlich ein paar Kalorien. Ich möchte auch nochmal das hier essen. Ich glaube, wir werden uns jetzt erstmal an dem her, was wir hier haben, erstmal ein bisschen glücklich tun und Zeit rumbringen. So, schlafen. Das Gute ist, dass ich dann auch ein bisschen lesen kann, was ihr so schreibt. Ja, sie hat auch geschlürft. Keine Ahnung, woran das liegt. Das mag vielleicht an einem Alter gelegen haben oder vielleicht war es auch einfach damals üblich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was die Leute, die in der Zeit gelebt haben, für Sitten, für normal erachtet haben. Ne? Kann ja jeder seine eigene Weltsicht in Anführungszeichen haben dazu. Na, wir haben keinen Durst. Perfekt. Dann schlafen wir nochmal 11 Stunden. Ausgezeichnet. Ah, hoppel hops, das stimmt, du hast recht. Ich hätte natürlich jetzt Fackeln rausnehmen können und sie löschen, ne? So weit habe ich nicht gedacht. Das nächste Mal werde ich hoffentlich dran denken. Da war ich jetzt dusselig. Das nächste Mal wissen wir es besser. So, wir essen jetzt natürlich als allererstes das Zeug auf, was dringend gegessen werden muss. Ich bin auch am Überlegen, ob wir diesen Charakter, wenn er es überleben sollte, mit Betonung auf wenn, in den nächsten Stream mitnehmen. Denn wie gesagt, es steht ja auch noch der 50 Tage Überleben, ohne mit einem Gewehr zu schießen an, ne? Wobei ich das als sehr, sehr heftig ansehe. Aber ich denke, es ist machbar. So, wir trinken natürlich wieder als allererstes. Wie sieht's aus mit dem Essen? Wir haben... Ja, komm. Gib ihm. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir ein bisschen Zeit gewinnen. Ich meine, die Sachen, die... was wollen wir denn damit machen? Wir haben jetzt schon 5 Tage und 2 Stunden. Wer hat weniger als 5 Tage gedacht? So, jetzt nehmen wir mal hier so ein bisschen was davon. Weil die Kalorien brauchen wir sowieso, die Sachen gehen sowieso schlecht.
Guckt euch das mal an. Wir haben so geniale Orangenlimos. Die sind im echten, im spitzen Zustand, muss man sagen. Okay. Was meinst du, Lini Burrito? Was mal sehen? Ja, ich weiß, Hoppel Hopser, aber Torben Malte wird auch nicht mit Pfeil und Bogen schießen. Torben Malte ist bekloppt. Der wird die Sache durchziehen. Und wenn es ihn das Leben kostet. Ich sag ja, wir spielen jetzt hier Schleicher plus im Hardcore-Modus. Das ist sozusagen der Plan. Einfach mal nur, also wie man das, also einfach das Spiel einfach mal anders spielen. So, jetzt haben wir so diesen dekadenten Zeitpunkt, wo wir einfach mal mit dem runterleben können, was wir hier so haben. Und gewinnen dadurch jetzt einfach erstmal ein bisschen Zeit. Es ist für mich auch jetzt quasi einfach mal so der Versuch, wie kann man das machen, so Speedrun-mäßig, ne? Das ist so. Ja. Wisst ihr eigentlich, wie die Sachen in dem Spiel generiert werden? Also der Loot, den man finden kann, wird der mit seiner Qualität, wie er ist, generiert im Moment des Spielstartes? Oder wird der generiert, wenn man das Haus betritt? Das würde mich interessieren. Weil das macht natürlich einen großen Unterschied, ob Sachen auch wegspawnen, währenddessen wir jetzt hier einfach Zeit totschlagen. Oder halt auch eben nicht. Richtig, Hobblehopser. So, Malte ist ein absoluter Pazifist und wird sich auch nicht wehren, wenn ein Wolf ihn erwischt. Er wird ihn nur versuchen zu vertreiben. Das macht jetzt die Sache ja so problematisch mit Torben Malte. Das ist ja tatsächlich das Problem mit dem Typen. Also, der hat mindestens ein Problem oder noch mehr. So. Was sind eigentlich eure persönlichen Rekorde des Überlebens? Schreibt es mal rein, ich würde mich interessieren. Also meins ist ja aktuell wirklich das im aktuellen Let's Play. Und ich weiß, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Aber ich weiß gerade eben nicht mehr, wie das bei euch aussah. Oh, wir verdursten gerade. Das Schlimme ist, wir haben keine Antibiotika. Ich hoffe nicht, dass wir uns jetzt eine Lebensmittelvergiftung holen. Fällt mir gerade eben so spontan auf. Ich sollte die Dinge, die wir haben, so essen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass wir eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Und ja, Alkrin hat recht. Er darf sich nicht wehren. Wow, auf Reisende, okay, ja, das ist doch dennoch sehr, sehr respektabel, ja. Kann man nichts sagen. Oh, Moment, wir haben Hunger. Wobei auf der anderen Seite. Das ist. Nee, wir würden jetzt echt schwer Schaden nehmen, wenn wir das jetzt so machen würden. Ich trinke jetzt nochmal. Dann schlafen wir nochmal. 317 Tage, da muss ich erstmal noch hinkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich noch nicht geschafft. 222 Tage. Heftig. Wie lange war das längste, was ihr jemals auf Schleicher geschafft habt? Ich bin da ja. Das war ja Staffel 2 am Anfang. Da habe ich ja mit Tracy gespielt. Ne? Staffel 2 fängt ja mit Tracy an und geht dann in Peggy über, wo ich gemerkt habe, dass der Schleicher-Schwierigkeitsgrad zu hart für mich war damals. Da waren die Wölfe aber auch richtige El Bastardos, muss man schon sagen. Wie lange habt ihr da gepackt? Würde mich auch interessieren. Ja, unser Wasser geht langsam aber sicher zur Neige, aber wir kommen zeitlich langsam aber sicher richtig gut voran. Okay, musste nachgucken. Ja gut, musste jetzt nicht unbedingt. Ne? Wäre nur so gewesen, falls ihr es gewusst hättet. Der eine oder andere weiß es ja auswendig. Wiederum andere nicht. Ganz im Ernst, ich weiß es auch nicht, wie weit ich es gepackt habe mit auf Schleicher. Da quietscht es gar garstig. So.
Ja, die Wölfe, die waren früher echt bösartig. Boah, waren das Viecher, ey. Kann man gar nicht anders betiteln, finde ich persönlich. Vor allem, ich weiß gar nicht, nee, ich kann das gar nicht sagen, sonst spoilere ich ja Aylin. Das kann ich gar nicht sagen. Ich sag bloß, die Bösartigkeit der Wölfe haben was mit Peggy zu tun. Mehr sage ich nicht. Bei mir war es bisher immer so, meine Charaktere starben bisher immer nach einem Patch, weil sich ja, das Verhalten der Tierwelt und auch der Natur generell einfach geändert hat. Da hast du dich einmal dran gewöhnt, gehst davon aus, alles ist cool und dann war es das dann halt doch nicht. 77 in Schleicherlini Burrito, das ist krass. Das finde ich cool. Ich finde, dafür soll es eigentlich eigene Achievements geben. Ich hoffe, die bauen da noch sowas in der Art und Weise ein. Weil das ist dann schon sehr, sehr ehrenwert, in Anführungszeichen. Finde ich zumindest. So, jetzt trinken wir mal ein bisschen was davon. Ich will das normale Wasser gerade eben nochmal so ein bisschen auf Halde lassen. Na komm, eine trinken wir noch. Boah, wenn wir so drüber nachdenken, also drei solche Dosen trinken, da wäre ich auch bedient. Also ganz im Ernst, da wäre ich bedient. Ja gut, Marterpfahl, das macht ja nichts. Trotzdem 23 Tage unter den Umständen. Ist doch sehr, sehr gut. So. Das Gute ist, dass auch heute hier das Gewicht so langsam aber sicher runter geht. Jetzt haben wir schon 9 Tage, Leute. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir futtern uns dann die Sachen so runter. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Also so, wir haben es jetzt geschafft, in einer Stunde 10 Tage zu überleben. Das ist definitiv auch schnell, möchte ich behaupten. Also ich habe ja auch schon gesagt, es ist so in die Richtung Speedrun. Es ist alles sehr, sehr extrem, was wir heute machen. Sehr extrem. Anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. So, das trinken wir auch noch. Und das trinken wir noch. Das Problem ist, sobald wir kein Wasser mehr haben, also wir müssen kurz bevor wir kein Wasser mehr haben, müssen wir raus. Führt kein Weg dran vorbei. Ein bisschen was zu trinken haben wir ja noch, aber wir sehen, jetzt ist es langsam aber sicher schon echt überschaubar geworden. So, wir machen noch eine Nacht. Ich glaube, danach müssen wir raus. Okay, ja, also wie gesagt, dann kann ich ja sagen, Eileen hat mir gerade eben mehr oder weniger grünes Licht gegeben, dass ja, Peggy ja das Zeitliche irgendwann gesegnet hat, sonst würden wir ja nicht mit Steffen spielen. Und zwar genau wegen Wölfen, als der Patch kam, wo die so mega aggressiv geworden sind. Und gleich zwei Wölfe nacheinander sie erwischt haben am Rätselsee. Das war. Da wollte ich zeigen, wie man. Also da kamen gerade ja Pfeil und Bogen rein und ich wollte ganz, ganz begeistert zeigen, wie Pfeil und Bogen funktioniert und so weiter und so fort. Und plötzlich verhalten sich die Viecher alle anders und Merp macht den Fail-Bob vor dem Herrn. Und das war's dann. Bis dahin lief alles so gut. Naja, es läuft immer so gut, bis es so plötzlich schlecht geht, ne? Das ist, glaube ich, so eine Regel im Leben. Alles läuft gut, bis es plötzlich schlecht läuft. So, das hier trinken wir auch noch. Und uns geht es langsam, aber sicher wirklich das Wasser aus. Ich glaube, wir essen uns jetzt hier noch vollständig satt und dann gucken wir, dass wir ein bisschen gewichtlos werden. Ah, nee, das will ich nicht. Ich will erstmal einen Dosenöffner finden. Bevor ich hier irgendetwas aufschlage, was wir nicht aufschlagen müssen. So. Dann trinken wir hier nochmal was und dann gucken, müssen wir eigentlich wieder raus. Dann müssen wir in das nächste Haus hinein. Und jetzt schauen wir mal. Ich möchte das hier noch. Ich bin am Überlegen. Das hier sieht besser aus. Anziehen. Dann tun wir das hier ablegen, ablegen. Wir tun alles ablegen, was wir im Grunde nicht brauchen. Dünner Wollpullover. Ach, es gibt jetzt dicke Wollpullover. Seit wann denn das, Leute? Seit wann gibt es denn dicke Wollpullover? Ablegen. Oh, das sollten wir anziehen. Anziehen. Ablegen. Ablegen. Anziehen.
Jetzt sind wir vom Gewicht her aber auch wieder gut beieinander. Ich glaube, den Rest nehmen wir mit. Ja, das, den Rest nehmen wir mit. Drei Wölfe, Algrin. Dann sollte ich vielleicht meine Forderung nach Rudeltaktik der Tiere vielleicht nicht allzu laut äußern. Okay, jetzt würde ich mal sagen. Moment, wir tun das mal darüber. Was mich halt ärgert, ist, dass wir hier keinen Benzinkanister gefunden haben. Das ist echt ärgerlich. Oder habt ihr irgendwo hier einen Benzinkanister gesehen? Ich glaube nicht. Okay, wir gehen jetzt raus. Schauen wir mal. Oh. Da ist direkt einer. Das ist doof. Das ist nicht gut. Vielleicht können wir auf der anderen Seite raus ihn austricksen. Nein! Können wir nicht. Okay, sie belagern die Bude. Ach du Scheibenkleister. Sie belagern uns. Wie viele Stunden haben wir? 7 Stunden Tageslicht übrig. Okay. Unter diesen Umständen möchte ich dann doch noch mal einen Tag hier zubringen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt ideal ist. Wir werden jetzt dadurch jetzt hier auch Fackeln produzieren, logischerweise. Wir haben jetzt keine andere Wahl. Ah ne, wir können ja gar keine. Doch, wir können Fackeln produzieren. Wir können sie produzieren im im direkten Feuer und dann löschen wir sie halt einfach. Gibt es hier noch irgendwie weitere Holzquellen, frage ich mich gerade eben. Ich glaube, nein. Ich glaube, hier gibt es keine weiteren Holzquellen. Nope. Okay. Dann, Feuer machen. Was, den dicken Wollpullover gibt es schon immer? Seit der Alpha? Dann ist er mir nie aufgefallen. Aber hey, wie gesagt, mir passiert sowas ständig. Das ist für mich immer so. Nach dem Motto so: Ja, stimmt, da war schon immer ein Haus auf der anderen Straßenseite. Ich laufe manchmal echt so total fail durch die Welt. Ich frage mich manchmal, wie ich es überhaupt jemals hierher geschafft habe. Also egal wo ich bin, ich frage mich immer, wie ich es geschafft habe, da hinzukommen. So, wir nehmen jetzt mal eine Fackel. Löschen. Nein. Wir nehmen eine Fackel. Löschen. Wir nehmen eine Fackel. Löschen. Wir nehmen eine Fackel. Löschen. Und wir nehmen noch eine Fackel. Und löschen. So. Und jetzt werfen wir nochmal was rein, denn ich will nochmal ein bisschen lecker, lecker Wasser machen. Und das brauchen wir jetzt trotzdem, weil die bösen, bösen Wölfe vor der Tür sitzen und uns nicht mögen. Genau, König Wolfi hat den Angriff bereits eingeleitet. Er belagert unsere Festung der Einsamkeit. König Wolfi da draußen. Mit seinem Heere. Weiß eigentlich jemand von euch, ob die Wölfe sich von Fackeln nur abschrecken lassen, wenn man wedelt? Mit Fackel? Ich habe keine Ahnung. Ich bin für jeden Tipp dankbar. So. Ich nehme nochmal eine Fackel. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Fackeln. Können wir lieber nochmal ein bisschen Wasser machen. 1,5 Liter. Dürfte eigentlich reichen von der Zeit her. Löschen und H geht schneller. Was meinst du mit Nein, Lini Burrito? Weil ich so fail bin, bitte ein bisschen ausführlicher antworten, denn ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie ich die Frage formuliert hatte. Und deswegen kann ich dann manchmal mit der Antwort, wenn sie nur aus einem Wort besteht, leider nichts anfangen. Das liegt einfach an der Art und Weise, dass ich mich nicht an das erinnere, was ich vor 2 Sekunden gesagt habe.
hinschmeißen mit H. So, guck mal, haben wir nochmal hier so einen halben Liter. Das könnten wir auch noch schaffen. Ach, du meinst einfach hinlegen. Kann man die dann einfach, Moment, also einfach mit H hinlegen oder wie, oder was? Also Fleisch geht ja mit 3, das weiß ich. Boah, guck mal, wie viele Fackeln wir haben. Alle mit Zustand 100%. Das ist schon cool. Das gefällt mir. So, Moment, ich glaube, das Metall lagern wir jetzt mal hier ein, weil das sind alles Gewichte, die wir nicht brauchen. Das ist okay. Das will ich mitnehmen. Wir brauchen keine 2 Messer, wir brauchen keinen Angelhaken gerade eben. Wir brauchen auch nicht so viel von den Dingern, ganz im Ernst. Es ist nicht viel, was es wiegt, aber es wiegt was. Das hier macht jetzt auch nicht gerade den Kohl fett. Lassen wir dich nochmal... Wir lassen dich nochmal da. Dich lassen wir da. Die wiegen so viel. Ich lasse einfach erstmal ein paar Dinge da. Ja, jetzt kommen wir nämlich hier in so eher vernünftigere Gewichtsbereiche, wie ihr seht. Jetzt ist es nicht mehr so gesponnen. Okay, also wirklich einfach nur H drücken. Ich muss nichts anderes drücken, sondern einfach nur H. Ich glaube, ich mache die jetzt einfach mal direkt an. Dann schauen wir mal nach draußen. Die kommen schon wieder, ey. Das ist der Oberhammer. Die stehen wirklich vor der Bude. Und wollen nicht gehen. Die lästigen Viecher. Ich werde morgen trotzdem mein Glück versuchen und erstmal wegrennen. Ich habe so das Gefühl, dass die da irgendwie sehr, sehr unglücklich draußen rumstehen. Die können ja auch mit dem Zustand nicht glücklich sein, ne? Ah, okay, wenn sie aus ist, wird sie im Inventar abgelegt. Alles klar. Gut zu wissen. Uns gehen jetzt wirklich erstmal die normalen Fressalien aus. Ich möchte ehrlich gesagt erstmal einen... Ja, wir haben immer noch zu viel Dunkelheit. Hallo, Karton, Karton, Feuertonne, Feuertonne, Bett, 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 Bett. Da ist das Bett. So, genau. Schlafen. Sehr gut, wir schlafen. Und dann... Wie lange leben wir jetzt schon? Steht jetzt gerade gar nicht dran. 11 Tage, 22 Stunden. Also ich werde jetzt nach draußen gehen und mein Glück versuchen, ne? Es macht keinen Sinn, hier jetzt hier drin den Tod zu suchen. So. Oh, oh. Nicht gut. Erstmal da rein. Ich weiß nicht, ob das so ein toller Plan wäre, mit einer Fackel im Auto zu sitzen. Jetzt laufen die da rum. Ja. Das lief ja jetzt super. Boah, guck mal, wie viele das sind. Das ist ja affig. Mach mal kurz die Fackel aus. Ich höre sie laufen. Ich hoffe, die gehen auch wieder. Es kann doch nicht sein, dass die alle die ganze Zeit hier sind. Die werden wir ja auch nicht wieder los. Was, den nächsten soll ich H nennen? Den nächsten Charakter? Ja. Noch geht's uns ja gut. Noch geht's uns ja gut. Ich würde mir trotzdem wünschen, man könnte mehr in diesem Auto sich bewegen. Das ist einfach etwas, was ich bis jetzt nicht nachvollziehen kann. Boah, wie die da rumpatrouillieren. Da ist einer.
Ich würde es toll finden, wenn der einfach mal woanders hingehen würde. Das fände ich echt super. Los, verschwinde, du Vieh! Funktioniert das auch bei denen, wenn man da ihnen was zum Fressen hinlegt? Frage ich mich gerade eben. Warum kann ich das nicht öffnen einfach nur? Leute, warum kann ich das nicht einfach nur öffnen? Warum steht da nur Essen? Kann ich das Essen abbrechen? Ja, aber ich glaube nicht, dass es Schleichen auf die Distanz hilft. Ganz im Ernst, die werden doch aggro, sobald ich dann... Ich bin mir ziemlich sicher, die werden aggro, sobald ich überhaupt die Tür voll... ja. Die Tür benutze. Also ich kann jetzt mal das Schleichen versuchen, aber... Sie müssen trotzdem erstmal so ein bisschen weg sein. Meiner Meinung nach. Ah, okay, ich kann das Essen mit Schließen abbrechen. Okay, dann machen wir mal. Öffnen. Dann. Nein. Ging nicht. Konnte ich nicht. Ich hab's gegessen. Ich konnte es nicht abbrechen. Ich habe zumindest nichts gesehen, wo es gerade ging. Ich habe nicht gesehen, dass ich es hätte abbrechen können. Ich habe zwar geklickt, aber mit minderem Erfolg. Oh Gott, der kommt schon wieder zurück, ey. Oh je. Oh je. Wie es da ankommt. Wie es sauer ist. Ich glaube, die können hier nicht hoch, ne? Na, wer ist ein böser Junge? Du bist ein böser Junge. Ich gehe rein. Oh Gott, ist der aggro? Das ist ja fies. Oh, eine Dose Sardinen. Du machst einen Schritt auf ihn zu und machst sofort. Das ist ja voll das Vieh, ey. Oh. Ich möchte an einen Ort, wo ich ganz alleine bin. Ohne Wölfe. So, jetzt machen wir hier ganz, ganz kurz mal an, dass ich hier überhaupt was sehe. Ganz schnell mal hier so. Oh. Lecker Hundefutter. Der war wahrscheinlich sauer, weil wir. Oho. Weil wir das Hundefutter eben weggefuttert haben. Das wird's gewesen sein. Boah, ernsthaft, Leute. Ein Königreich für. Für einen Dosenöffner, ne? Dosenöffner. Das ist Luxus, den kennen die hier oben nicht in Kanada. Den Eindruck kann man echt gewinnen. Wir haben jede Menge Dosen, aber sie haben keine Dosenöffner. Das ist der. Ach so, ich verstehe. Das ist wie beim Schwaben mit der Spätzlespresse. Kennt ihr die Geschichte, warum Schwaben überhaupt ihre Haustür abschließen? Damit die Räuber die Spätzlespresse nicht klauen. Das ist so ein Witz, den Schwaben mehr oder weniger über sich selber erzählen. Und ich glaube, mit den Kanadiern ist es genauso in dem Fall. Wenn die irgendwo hingehen, dann nehmen die ihre Dosenöffner mit. Zumindest muss ich das jetzt hier glauben, weil wir bis jetzt noch keinen gefunden haben. Die haben in ihren Haushalten keine Dosenöffner. Das heißt, das, was ihnen am heiligsten ist, ist der Dosenöffner und der wird versteckt, damit er nicht geraubt wird. Das ist meine These. What have we here? In der Bärenhöhle. Ja, klingt nach dem Plan, wenn man dringend sterben will. Okay, wisst ihr, was das Lustige ist? Wir hätten bis jetzt noch nicht mal ein Gewehr gefunden. Das ist ja das Tragische in der ganzen Sache, ne? Wir hätten momentan ja noch nicht mal ein Gewehr gefunden, um uns verteidigen zu können, selbst wenn wir es wollen würden. Komm schon. Nein, ich will doch einfach nur ein Streichholz anmachen. Einfach nur ein Streichholz.
So, hier ist auch nichts drin. Das habe ich irgendwie schon so im Gefühl gehabt. Hier nehmen wir erstmal alles mit. Ja, ja, ich weiß, dass ich ein Messer habe, aber man verliert doch, glaube ich, trotzdem ein bisschen was an Qualität, an Fressalien. Und, nein, das will ich so nicht. So, jetzt haben wir's. Ich dachte, man verliert doch trotzdem ein bisschen was, oder? Wenn man das mit dem Messer aufmacht. Oder hängt das davon ab, was man öffnet? Ach, die habe ich noch gar nicht kontrolliert. That'll come in handy. Ja, holy moly. Eine gegarte Heringsmaräne. 1,24 Kilo, gerade mal 400 Kalorien. Man sollte meinen, dass das irgendwie mehr wert ist. So, folgendes. Ich glaube, wir machen jetzt hier erstmal wieder eine Runde Wasserli. Ich möchte das... Ja, den Brandbeschleuniger heben wir uns nochmal eine Runde auf. Wir machen jetzt hier nochmal ein bisschen Wasser. Denn dieses Haus hier nutzen wir jetzt als quasi sozusagen als nächste Basis für eine kleine Fressorgie. Wir haben jetzt nicht so viel gefunden, aber ja, wir werden jetzt die Sachen einfach mit dem Messer öffnen. Und dann einfach hoffen, dass... Also ich glaube, das Problem ist mit den Wölfen, wirklich um die Tankstelle herum, da ist es, glaube ich, mit den Wölfen am schlimmsten. Oh. So, wie viele Stunden? Ja gut, da können wir wahrscheinlich 2 Liter machen. Vielleicht aber auch ein bisschen mehr. Als allererstes wird sowieso jetzt abgekocht. Okay, man verliert nur beim Aufschlagen, was? Okay. Ja, das wäre ja eine nette Kiste. Das wäre ja cool. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also ich hatte eigentlich noch nie ein Problem, dass ich keinen Dosenöffner in dem Spiel gefunden hätte. Das ist das kälteste Feuer, was ich je gesehen habe. Heizleistung 4 Grad Celsius. Das muss so ein Frostfeuer sein. So ein thermisches Feuer. Ah, ich glaube nicht, dass wir das schaffen, oder? Der Glut vielleicht noch? Ja, das, ich finde es mit der Glut sehr gut. Die Glut haben sie ja jetzt deutlich verlängert. Shit, ich hätte das hier vielleicht mal kochen sollen. Tja. Hätte, hätte, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. So, wir essen das hier. Wir essen uns jetzt ausnahmsweise mal echt satt. Wie viel ist das noch? 300 Kalorien. Und jetzt randalieren wir mal in der Bude hier. Weil Torben Malte muss Dampf ablassen. Das ist alles. Das ist alles aus Holz gemacht. Aus Holz, das Bäume nicht freiwillig hergegeben haben. Wir müssen diese Inneneinrichtung zerstören. Sie ist gegen den Willen der Natur. So. Wir führen sie quasi zurück zur Natur, indem wir sie verbrennen, weil dadurch entsteht CO2, was laut Klimagipfel ja sehr, sehr böse ist, aber Bäume freuen sich über CO2 und generell alles, was Photosynthese betreibt, denn aus CO2 entsteht quasi wieder Glucose und damit auch Zellulose und alle anderen Osen und Hosen und, ja, ihr wisst, was ich meine. Da, wir können also festhalten, Bäume machen aus CO2 Hosen, irgendwas mit Hosen. So, wir haben wieder 10 Liter Wasser. Das ist super. Gut. Ja, komm, dann gären wir die Heringsmaräne doch mal eine Runde. Oh, schon wieder müssen wir zugucken, wie das hier... Aber so steigt natürlich auch der Feuermach-Skill, ne? So steigt er natürlich. 14 Tage verhungern. Nein, wir kriegen es nicht an. Wir werden es auch hoffentlich hinkriegen. Nee, wir werden nicht verhungern, keine Sorge. So schnell nicht. So schnell verhungern wir nicht. Es sei denn... es sei denn, dieser Zustand mit dem Feuer hier... wird sich ausdehnen. Naja, oh Gott, das sind 5 Stück. Ja. Zerlegen wir mal alle, ne?
Wobei, müssen wir gar nicht. Ah, doch, komm. Wir zerlegen alle. Was wollen wir denn mit dem Scheiß? So, sehr gut. Bekommen wir jedes Mal 4 Zunderbündel. Ich finde es auch ehrlich gesagt sehr, sehr gut, dass man nur was verliert, wenn man die Dosen aufschlägt. Wobei ich auch sagen muss, also je nachdem, was für eine Dose man hat, wenn man es mit der Axt dann quasi machen würde, würde ich auch verstehen, wenn es da Probleme geben würde. Aber ich verstehe, warum sie es so gelöst haben. Hoppel hopps, ich weiß gar nicht, ob Torben Malte jemals in diese Häuser zurückkehren wird, lebendig. Vielleicht höchstens als Hausgeist. Ich ahne nämlich, dass er das nicht lange überleben wird. Die Wölfe... Ach, komm schon. Jetzt reicht's. Jetzt haben wir schon das dritte Mal in Folge gefailt, jetzt nehme ich hier so ein Teil. So. Möge die Regenbogenforelle gegart werden. Na, endlich. Bin am Überlegen, ob wir mal Kaffee machen. Auf der anderen Seite, wozu? Brauchen sie ja, wenn dann überhaupt warm. So, machen wir nochmal ein bisschen Wasser. Und dann gucken wir mal, dass wir weiterkommen. Beziehungsweise ins Bettchen kommen. Denn Torben Malte muss schlafen. Der braucht seinen Schönheitsschlaf. Definitiv. Das kann der gar nicht ab... Oh, wir haben noch eine Stunde. Wow. Habe ich mich da gerade eben voll vertan? Da habe ich mich gerade voll vertan in der Dauer. Okay. Du meinst, wir verhungern noch früher? Nee. Das glaube ich nicht. Wir haben doch schon 12 Tage. Gott, ist das Feuer laut. Das klingt fast so, als würde die Bude jetzt brennen. Stellt euch mal vor, das würde gehen in dem Spiel. Das wäre fatal. So. Ich wette, ich wäre der Erste, der es schafft, sich selber abzufackeln. Da wäre ich garantiert der Erste. Ja, ich weiß, dass der Kalt auch gegen Müdigkeit hilft, aber momentan ist ja Müdigkeit weniger unser Feind. Das ist ja nur dann der Feind, wenn man draußen ist und irgendwie, ja, Rettung sucht, in Anführungszeichen. So, das Problem ist, Wasser ist jetzt gerade eben weniger das Problem. Unser Problem wird jetzt zunehmend eher die Nahrungsmittelversorgung. Gott, ist das ein kleiner Fisch. Die Regenbogenforelle, die hat sich ja gar nicht gelohnt. So. Und jetzt können wir auch was trinken. Die hat sich ja gar nicht gelohnt. Das ist ja ein Trauerspiel eigentlich. So, man verliert so viel von den Dingern, sobald man sie gegart hat. Da geht so viel vom Gewicht runter. Erst hast du so einen 5-Kilo-Fisch, denkst du, boah, was für ein Teil, eh, ne? Und dann tust du den Brutzeln und dann hast du so ein Fischstäbchen. Denkst du dir so, ja. Jetzt weiß ich, wie konzentrierte Nahrung hergestellt wird. Hast du quasi so einen Riegel, so einen Fischriegel. Wobei, das ist ja, stellt euch mal vor, ihr habt einen Riegel, macht den auf, kommt ein Fischstäbchen raus. Weil die Form hätten sie ja schon. Der neue Fischriegel von Iglo. Ach ja. In allen möglichen Geschmacksrichtungen. Hallo Pausenklaus! Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Das freut mich echt, dass du herkommen konntest. So. Jetzt hauen wir uns mal hier... Oh, ich traue mich gar nicht, diese schlechten Dinger, ehrlich gesagt, aufzumachen, solange wir nicht irgendwie mal eine sinnvolle medizinische Versorgung haben. Wir haben ja immer noch, glaube ich, keine Dingens, ne? Keine Antibiotika. Also nicht, dass ich wüsste. Ich schaue mal ganz, ganz kurz in unsere medizinische Ausrüstung. Haben wir... Ne, wir haben jede Menge Schmerzmittel, aber wir haben immer noch keine... Oh je. Das wird uns früher oder später noch zum Verhängnis werden, das ahne ich jetzt schon. Irgendwann mal bekommen wir diese Lebensmittelvergiftung, weil einfach der RNG der Meinung ist, dass es passieren muss. Jetzt haben wir 14 Tage.
Wer hat gedacht, dass ich länger als 14 Tage es überlebe? Ja, passiert Pausenklaus, ist ja nicht schlimm. Ich weiß ja selber, wie es ist. Da kommt immer irgendwas dazwischen, irgendwie eine Verpflichtung in Anführungszeichen. Oder man muss irgendwas aufnehmen. Geht mir ja genauso. So, jetzt essen wir mal hier lecker Fleisch mit Bohnen. Und trinken noch was. Wir haben immer noch so viel Gewicht. Ich werde wieder ein paar Sachen hier lassen müssen. Oder wir werden gleich, ganz im Ernst, ich bin jetzt am Überlegen, ob wir noch mal ein paar Sachen reparieren. Erstmal das hier anziehen. Dann hier Aktionen zerlegen. Wir bringen jetzt noch mal ein bisschen Zeit in der absoluten Dunkelheit zu und reparieren ein paar Sachen. Ja. Das hast du gerade eben ein paar alte Bekannte gesehen, Pausenklaus, ne? So, nee, das will ich ja gar nicht reparieren. Das hier will ich zerlegen. Und dann gucken wir mal, was wir hier nochmal so auf 100% bringen können. Das hier auch. Aktionen. Zerlegen. Ich glaube, wir haben eigentlich schon genügend Stoff. Das sollte eigentlich. Ja, dich zerlegen wir auch, du komische Stiefelzeug. Ich hoffe, da kriegen wir Leder raus. Ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube, wir bekommen noch Stoff, oder? Ne, wir bekommen tatsächlich Leder. Oh, die Mütze ist besser. Wir haben eigentlich ein paar nette Sachen. Was jetzt noch geil wäre, wäre eine Cargo-Hose. So, jetzt erstmal das hier reparieren. Die Dinger, die müssen auf jeden Fall gerichtet werden. So, das hat geklappt. Haben wir 100%. Beim Rest kann man eigentlich gar nichts machen, außer bei dem hier. Aber wir versuchen es einfach. Ja, ist auch mal schön auf der anderen Seite sein zu dürfen, ne? Ich genieße es auch immer wieder mal. Wenn man einfach mal unterhalten werden darf. ich glaube nicht, Leute, dass es sich lohnt, die Sachen jetzt hier noch zu reparieren. Hier sieht es auch gut aus mit unserer riesigen Fackelsammlung. Holz haben wir genügend. Boah, was wiegt denn so viel? Das Wasser wiegt so viel, ne? Wir haben so abartig viel Wasser. Aber wir werden froh sein, früher oder später es zu haben. So, wir machen nochmal einen Tag. Dann haben wir nämlich schon 15 Tage von den 25 für das Achievement. So. 15 Tage, 7 Stunden. Und das innerhalb von 1,5 Stunden gespielt. Bin ich gar nicht mal so unzufrieden mit. So, jetzt kommen wir. Ja, jetzt essen wir ein bisschen Hundefutter. Muss sein. Genau, hat irgendjemand auf 21 Tage gewettet? Das müsst ihr mir sagen, ich weiß es nicht. Ja, jetzt essen wir mal das Dingens hier. Ich werde, wie gesagt, die Dinger hier, die werde ich erst essen, wenn wir in einem Zustand sind, wo ich sagen kann, ja, das können wir riskieren. Weil wir dann einfach entsprechend Material haben, in Anführungszeichen, also Antibiotika. Aber ohne Antibiotika esse ich keine Sachen, die orange sind. Ich habe zwar vorhin schon ein paar Sachen davon gegessen, aber wir haben keinen Durst. Oh, das ist doch cool. 2 Stunden Tageslicht, das ist zu wenig, da gehen wir nicht mehr raus. Kalkwurz hat gewettet, 21 Tage, okay. Wer war der Nächste? Wer war denn der Zweithöchste? Weil momentan sind wir bei 15 Tagen, dann wäre wahrscheinlich derjenige mit dem zweithöchsten Tipp gerade eben am nächsten dran. du meinst, ich gewinne? Oder wie? Oder meinst du, Kalkwurz gewinnt? Nee. Pause, Klaus. Das traue ich mich gerade eben nicht. Wir haben jetzt noch 1 Stunde Dunkelheit übrig. Ich schlafe jetzt nochmal 4 Stunden. Ah, und dann führt uns der Weg schon wieder nach draußen und ich habe echt Schiss. Ich habe echt Schiss. So. Trinken nochmal was. Kann ich irgendwas noch da lassen? Das will ich alles gar nicht da lassen. Nee, ich kann es nicht guten Gewissens da lassen. Das ist das Problem.
Wie viel Gewicht haben wir? Ja, okay, das geht. Der will mich doch verarschen. Ich möchte jetzt mal was testen. Kann ich dich jetzt so erschrecken? Hau ab! Okay. Okay. Er scheint auch von uns wegzugehen. Die Tatsache, dass wir leuchten wie so ein Weihnachtsbaum aufgrund der Fackel, scheint ihn wenig zu interessieren. Oh. Da ist ja noch einer. Herrlich. Herrlich. Awesome. Dinge, die ich gar nicht gut finde. Boah, das sind so viele Wölfe. Ich bin echt beeindruckt über die Anzahl der Wölfe, die hier rumläuft, Leute. Ich glaube, ab jetzt kann ich wieder normal gehen. Schauen wir mal, was da oben ist. Ja, ein Haus ist da oben, ja. Ich hoffe, da finden wir noch mal was zum Essen. Und mal medizinische Versorgung. Und rein. So, sehr gut. Okay, Sekunde. Erstmal das Ding hier löschen. Und dann mal schauen, was ihr geschrieben habt. Okay. Hoppelhops, erzählst du gerade eben Pausenklaus, was ich von Schwachsinn mache, oder? So, ach, wisst ihr was? Die Fackel, die verbrauchen wir jetzt hier voll. Ich will sehen, was wir hier looten. Lampenöl. Wasser Purification Tablets. Das finde ich sehr gut. Die können uns definitiv helfen. Liegt da drunter? Ach, da liegt doch manchmal eigentlich immer so eine Flair drunter, aber in dem Fall leider nicht. Immer noch kein Dosenöffner. Ich fühle mich von den Dosenöffnern dieser Welt gemobbt. Ich fühle mich von den Dosenöffnern dieser Welt gemobbt, wirklich. Oh, ein rohes Kaninchen. Das ist immerhin schon mal ein bisschen was zum Essen. Mehr Kondensmilch. Allein die Vorstellung, dass jemand mit einer Fackel in so einer Holzküche rumläuft, ist eigentlich erschreckend. So. Noch mehr Limo. Das Geilste ist ja, selbst wenn du die Fackel auf den Boden wirfst, ne, passiert ja nichts, ne? Brennt die Bude ja nicht ab. Ist ja alles aus Asbest hier. Guten alten Asbestholzhütten. Was ist denn das da oben? Ach, ist nix. Sah bloß so aus, als ob's was wäre. Ein gegartes Reh mit 100%. Sauber. Das pfeifen wir uns gleich mal rein. Nam, 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 nam. Ansonsten haben wir nur bedingt gute Sachen hier gefunden. Aber ich glaube, wir können vor dem Haus ein Feuer machen. Um zum Beispiel das Häselchen zu brutzeln. Und ich hoffe natürlich, dass wir... hier oben noch was finden können, was uns weiterhilft in Sachen Medikamente. Komm schon. Oh. Nein, nicht kaputt schlagen. Nein, nein, nein. Ah, jetzt hau ich hier schon wieder durch die Gegend. Jede Menge Wasser nehmen. Ich weiß, dass sie da noch manchmal rumliegt.
Aber man darf ja wohl noch träumen und hoffen und sich was wünschen. Na toll, ich werde ein Nähset und wünsche mir Antibiotika. Das ist so traurig, wenn man darüber nachdenkt. Tisch, nein. Was ist da drin? Lange Baumwollunterhose, ja, nehmen wir mal mit. Wir können ja immer noch abgleichen, was besser ist. Arbeitsstiefel. Könnten wir Leder draus gewinnen, nehme ich mal ganz, ganz kurz mit. So. Ja, Wolligens! Ein Kaban, auf den habe ich gehofft, dass wir den kriegen. Das ist fantastisch. Baumwollsocken. Ach, die Sachen, die gehen auch kaputt. Wenn man, also auch diese Sachen gehen kaputt. Oh Gott, jetzt ist das hier kaputt gegangen. Moment. Ich möchte jetzt mal ganz kurz die Dingens hier auffüllen. Wir haben ja immerhin fast einen halben Liter. So. Klack, klack, klack. Aha. Ein Buch, das keiner mehr lesen will. Und ein Kleiderschrank. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen da unten einlagern. So, als allererstes die ganzen eher mäßig guten Sachen. Wir haben echt keine besonders geilen Sachen hier gefunden. Scheibenkleister. Sieht echt dünn aus. Gucken wir mal ganz, ganz kurz. Ich möchte das Kaninchen kurz mal hier eine Runde garen. Warum sind wir jetzt draußen? Das ist unsympathisch. Das ist sehr unsympathisch. Echt, der Luxus-Anorak ist besser? Okay. Ich dachte, der Kaban wäre besser. Pausenklaus, die Sache ist die, wir spielen Torben Malte, den Alternativ-Öko, der für Greenpeace und Co. zu krass gewesen ist. Weil er deswegen ist er da rausgeflogen. Und, ja, also, er wird's nicht überleben. Er wird sich auch nicht wehren. Wenn ein Wolf ihn bekommt, ist es vorbei. Das ist die Herausforderung. Sich gar nicht erst von einem Wolf erwischen lassen. Denn wenn er dich kriegt, ist es vorbei. So, jetzt gehen wir erstmal rein. Weil die Sachen, also, wie gesagt, ich würde die ja gerne essen, aber ich kann das beim besten Gewissen nicht tun. Ach Gott, wir haben so viel Zeug, das ist einfach zu viel. So, wir legen jetzt mal. Ne, wir schauen jetzt mal, was hier das Beste ist. Okay, der Kaman. Luxus-Anorak. Aktionen, ja, die zerlegen wir jetzt erstmal. Für Leder. Wie meinst du, ich kann nicht mehr rein, ohne mich zu verbrennen? Verstehe ich jetzt gerade eben nicht. Das Ding ist ja schon fast voll. Kannst du mir das ganz kurz erklären, was du damit meinst, Hoppelhopser? Das lassen wir da, das lassen wir da. Da, da. Jetzt stürmt es draußen wieder heftig. Ich glaube, das hat sich mit dem Feuer gerade eben draußen sowieso erledigt. Aufgrund des aufkommenden Windes da. Die Wasser-Purification-Tabletten, die finde ich ehrlich gesagt jetzt sehr, sehr gut. Oh, Pausenklaus geht sogar auf exakte Zeiten. Alles klar, ja, dann wollen wir mal sehen, wie weit ich es schaffe, ne? So, als allererstes gehen wir jetzt natürlich nach oben. Und werden jetzt wieder ein bisschen Zeit totschlagen. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass wir die Sachen früher bekommen, aber was soll's. Es hat halt nicht sollen sein. Also, dass wir einen Dosenöffner früher bekommen. Beziehungsweise
Was ist ein Dosenöffner? Antibiotika. Ich will einfach nur Antibiotika. Ich meine, ich könnte ja auch mal ein Lackpoling sammeln, ne? Aber die Wölfe, die haben da irgendwie was dagegen, glaube ich. So, perfekt. Können wir nochmal was trinken? Und nochmal ein bisschen Zeit totschlagen. Ach so. Ja, das bin ich sowieso. Ich bin definitiv dazu prädestiniert, ins Feuer zu latschen. Das kann ich gar nicht abstreiten. Ich hab das Pech gepachtet. Ich habe ein Recht darauf. Aber ich dachte, die hätten das irgendwie geändert. Es gab mal einen amerikanischen Let's Player, den ich sehr, sehr gerne schaue. Der ist ein recht großer, aber für englische Verhältnisse dann doch wieder nicht so groß. Der ist tatsächlich in seinem Let's Play mal durch Feuer gestorben. Also der Charakter, sein Charakter hat es auch nicht gemerkt. Er stand die ganze Zeit im Feuer, bis es zu spät war. Und dann war er halt tot. Das fand er nicht so witzig. Ja genau, Bartflechten sind auch total öko, da hast du recht. Die zwei Sachen sehen noch so gut aus, dass ich mir zutraue, sie zumindest mitzunehmen. Okay. Wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus. Ach, hier kann ich gar nicht so runter. Ja. Ah doch, hier könnte man auch alternative Ausgang und so. Sieht doch einladend aus, die Straße. Da hinten ist ein Wolf. Da ist ein Reh. Ich stelle gerade für mich fest, ich mag offene Flächen. Ich bin ein echter Fan von ihnen. Die sind super. Wisst ihr, was auch super ist? Dass da Fleisch liegt. Und ich gerade keinen Besitzer sehe. Da drüben ist der Bär. Das sind noch zwei Häuser, die wir eigentlich uns geben müssten. Mit Betonung auf eigentlich. Ich nehme das auf jeden Fall mit. So. Ich möchte jetzt zu einer dieser Hütten. Weil da kann man braten. Ich glaube, wir waren erstmal bei der Haseninsel. Wir waren noch nicht bei der Insel des Menschenfeindes, ne? Echt, ich brauche da nicht so viel Angst haben. Ist da die Wahrscheinlichkeit geringer? Nur bei den Sardinen ist es so gefährlich. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, was ist denn das da? Ja, genau, das ist es. Davon redeten wir gerade eben, ne? Das lasse ich lieber mal liegen. Ach, man stirbt nicht gezwungenermaßen. Das wusste ich noch gar nicht. Ich war bisher davon ausgegangen, Pausenklaus, dass man das nicht überlebt, wenn man nicht irgendwie medizinisch dagegen vorgeht. Das ist natürlich gut zu wissen. Ah, hier liegt nur Scheiß rum. Entschuldigung. Wieder jede Menge Wölfe da drüben. Wir gehen jetzt da drüben hin, weil auf der anderen Seite da drüben hat sie auch noch jede Menge Häuser. Die Insel des Menschenfeindes, die heben wir uns noch auf. Ja gut, trinken ist momentan unser... Oh Gott. Kommt ein Wolf in unsere Richtung. Ist auch ein Wolf. Ist nicht so gut.
Versuche jetzt hier einen respektablen Abstand zu halten. Das Gemeine ist, man sieht ihn kaum. Ich sehe da drüben, wie sich die Füße bewegen, aber weil der Wolf selber schwarz ist und der Hintergrund ja auch schwarz, muss man echt genau hingucken. Und er läuft parallel zu uns gerade eben. Im Gegensatz zum Bär, der jetzt auf uns zuhält, aber noch mit gehörigem Abstand. Okay, das ist gut zu wissen Achso, du bist wahrscheinlich mal dran gestorben, oder? Pausenklaus, bist du mal gestorben, weil du das Trinken vergessen hast? Was? Hier ist ja gar nichts los. Oh Mist. Eine Schnur. Das hier hat sich nicht gelohnt. Definitiv nicht. Okay, der Bär dreht jetzt seine Runden, so wie es aussieht. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Vielleicht einmal. Alles klar, Pausenklaus. Aber auch nur vielleicht, ne? Hat ja keine Zeugen gegeben. Oh je. Der Bär läuft da drüben. Das Gemeine ist, der Bär läuft ja auch komplett da hinten rum, ne? Also da um die Häuser rum. Einmal habe ich ihn da... Ich weiß nicht, wer wen überrascht hat. Ich glaube, sowohl er als auch ich waren überrascht. Das war in, mit Steffen, als ich die Sachen von da oben runter zur Garage gebracht habe. Das habe ich ja offscreen teilweise gemacht. Und da stand plötzlich da dieser Bär einmal vor mir. Und ich habe nicht geschossen, aber ich schaffte es gerade noch so ins Haus. Das war definitiv... Na... Kritisch würde ich es jetzt nicht sagen. Oh. Da läuft schon wieder ein Wolf rum. Vor allem, der läuft sogar sehr motiviert da rum. Bellend und motiviert. Eine Kombination, die mir missfällt. Shit. Er hat einen Hasen da oben gerissen. Genau da wollte ich doch jetzt hin. Ich mach mal wieder das Dingens hier an. Einfach nur so für den Fall, dass. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Großartig, der ist jetzt garantiert voll im Weg, der Wolf. Der ist uns jetzt voll im Weg. Da ist noch einer. Oh je. Ich habe jetzt mal die Fackel fallen lassen, wie es gesagt wurde. Scheinbar ist er stehen geblieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wisst ihr, was das Problem ist? Wir müssen aber früher oder später dahin. Wir müssen es. Jetzt habe ich die letzte Fackel in dieser Art kaputt gemacht. Okay, ich denke, es ist vielleicht sogar besser, wenn wir als allererstes jetzt hier die Dinge ablaufen. Oder wir gehen hoch zum Haus des Menschenfeindes. Boah, ich dachte ganz kurz, ich habe da was rennen hören. Das Gemeine ist, dass ich jetzt auch dieses Fackelgeräusch, potenzielle Wolfsgeräusche, nur noch schwerer höre. Oder ne, ich habe eine Idee. Wir haben da noch zwei Häuser, die könnten wir uns angucken. Die zwei können wir uns noch angucken. Ihr habt ein Beweisvideo für Pausenklaus, alles klar. Ihr könnt mir ja nachher gerne mal das Video verlinken. Gerne auch per private Nachricht. Sowas interessiert mich natürlich immer.
Boah, warum höre ich die ganze Zeit Wölfe? Ich bin jetzt hier maximal paranoid. Bin voll kirre jetzt. Oh Mann. Oh Mann. Mami. Merp hat Angst. Und zwar gehörig. Läuft da oben ein Wolf rum. Bitte sag mir, dass da kein Wolf rumläuft. Shit. Den will ich hier erstmal in die Flucht schlagen. Nein, 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 nein. Das haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. Okay. Wow. Okay. Ein Energieriegel. Dann schauen wir uns mal hier um. Nochmal ein bisschen Wasser. Ich bin so durch inzwischen, ey. Ich bin wirklich durch. Das macht mich fertig. Liegt immer noch kein Dosenöffner rum. Ich muss kurz mal einen Schluck trinken, Leute. Oh Mann. Der Wolf da, der hätte mich jetzt gerade eben, also. Der hätte auch mich gerade eben fast mein echtes Leben kosten können. Woher der Name Merp kommt? Ich heiße eigentlich schon verdammt lange Merp. Das war der allererste Name, den ich mir jemals im Internet gegeben habe. Und ja, also es war, ich hatte damals, und eigentlich hatte ich ehrlich gesagt da gar nicht so viel geändert, so eine Grundeinstellung, so was das Leben angeht, so nach dem Motto Shit happens. Ich wollte es ein bisschen anders formulieren. Ich habe mir einfach damals gesagt, manchmal ist das Leben einfach ein bisschen Möp. Und daraus resultierte irgendwann mal der Name Möp. So eine humoristische, selbstironische Namensgebung, nennen wir es mal so. Und das war damals war ich 18, als ich mir den Namen gegeben habe. Ist also schon eine ganze Weile her. Das Lustige ist, als das Internet noch aus ISDN-Leitungen bestand und von DSL nur in den Kristallkugeln lesen konnte, damals war ich wirklich der allererste und einzige, der Merp hieß. Das fand ich total cool. Das änderte sich allerdings irgendwann mal, als ich zum allerersten Mal dann mal, das waren allerdings dann glaube ich schon 5 Jahre später, mich in irgendeinem Forum anmeldete und dann war der Name Merp schon vergeben und ich dachte mir, nein, du Bastard, wer auch immer du bist. Ja, das fand ich nicht lustig. Ah, shit, jetzt ist das Ding kaputt. Okay, ich hoffe, wir haben irgendwie was Cooles gefunden. Das Reh ist roh. Kann man aber sicherlich benutzen. Okay. Wir haben nochmal ein bisschen Holz. Moment. Das trinken wir erstmal. Ich möchte jetzt auf jeden Fall ein, zwei Dinge hier... Ja, wir werden jetzt ein Risiko eingehen. Erstmal schlagen wir das jetzt kurz und klein. Nee, ich habe nichts aus einer Dose getrunken. Das war tatsächlich aus dem Glas. Aber weil ich das Mikro direkt vor dem Mund habe, muss ich es ein bisschen komisch halten und deswegen habt ihr es wahrscheinlich gehört und es klang so ein bisschen komisch. So. Wir sind jetzt offiziell schon hungrig. Weshalb ich das Ding hier jetzt mal benutze. So. Das Gemeine ist, jetzt stürmt's. Das ist das Gemeine. Guck mal nur ganz kurz raus. Na super. Das ist genial. Ich glaube, wir haben jetzt hier auch ein Haus, wo wir keine... kein Ding haben. Wie heißt's? Wir haben keinen Ofen, wo wir Feuer machen könnten. Ja, wir werden jetzt erstmal hier eine Runde schlafen.
Wir haben eh nicht mehr allzu viel Tageslicht und der Wolf ist draußen. Ja, wie gesagt, also Torben Malte lebt mit der permanenten Angst, dass die Bude abfackelt. Und er hat ja auch schon ein paar abgebrannte Häuser gesehen. Also ist die Angst realistisch. Jetzt bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. So, Dankeschön. Ich habe keinen Durst. Das finde ich cool. So. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt mit dem Essen kommen. Ja, ganz im Ernst, er hat ja auch sehr, sehr viele Fackeln bei sich, ne? Also wer so viele Fackeln dabei hat, der braucht natürlich auch entsprechend Löschwasser. Torben Malte hat auch immer das Gefühl, falls ein Waldbrand ausbricht, muss er ihn löschen. Oh Gott, das Reh, das hat auch echt schon bessere Tage gesehen. So. Das ist auch nicht dein Ernst. Ich gehe wieder rein. Das gefällt mir nicht. Gute Nacht. Wer von euch geht gerade eben? Ach, Olli geht. Okay, Olli muss gehen. Ich glaube, man kann hier drin kein Feuer machen, ne? Scheibenkleister. Ich tu mal das gegarte Reh in den Ofen. Das nicht gegarte Reh. Das ist alles gerade ein bisschen unglücklich. Naja, jetzt essen wir halt mal das da, bevor wir jetzt hier verhungern. So, 600 Kalorien. Sehr gut. Und ich meine, Pausenklaus hat ja auch gesagt, das Wichtigste ist Trinken. Trinken ist das Wichtigste auf der Welt. So, wir ruhen jetzt hier nochmal eine Runde aus. Man sollte ja eigentlich meinen, dass, Ja, ich weiß, Pausenklaus, das Problem ist bloß, dass der böse, böse Wolf da draußen der Meinung ist, dass ich nicht braten darf. Das ist der aktuelle grundlegende Problem. Das aktuelle Problem, so rum. Ein Schuh draus und deutsche Grammatik. Ich weiß, dass ich gerade eben einen leeren Magen habe. Ich mache es trotzdem mit Absicht. Ich will gerade eben Zeit rumbringen. Wir haben immerhin schon 19 Tage, Leute. Wir haben 19 Tage. Toi, toi, toi. So, dann pfeifen wir uns mal das Ding rein. Dann haben wir auch wieder mal so ein bisschen was auf den Rippen. Specki, Specki. Sehr gut. Wir haben keinen Durst. Wie viele Stunden Tageslicht haben wir? 7, okay. Eigentlich reicht das. Wie ist unser Zustand? Zustand scheint top zu sein. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Boah, das Reh, ey, das. So. Nächstes Haus. Sehr gut. Das haben wir schon mal geschafft. Das Problem. Ah, doch, hier gibt's einen. Jawohl! Das ist jetzt hier der Jackpot. Das ist der Jackpot. Nein, ich will die Fackel nicht anzünden. Ich will den Kamin anzünden. So. Wir benutzen das Buch. Und damit können wir das Reh ein bisschen abfackeln. Und wenn das Haus hier einigermaßen ein bisschen Supply hat, dann bin ich guter Dinge. Dann bin ich guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Boah, du komischer Feuermachenbalken. Wem von euch geht der auch auf den Keks? Wird mich interessieren. Nein. Das ist das Ding, was. Also das Teil. Ich krieg da immer die Krise bei dem Ding. So, jetzt erstmal begaren. Und hoffen, dass wir dabei nicht verenden.
Ich werde es jetzt einfach essen, solange es noch so einigermaßen gut aussieht. Und wir haben uns nicht dabei getötet. So. Sehr gut. Ich meine, ich weiß ja, ich verstehe ja, warum er drin ist, der Balken, ne? Aber es ist halt so, wenn du ihn so zum gefühlten 7328. Mal gesehen hast, denkst du halt irgendwann auch mal so, ja, du warst auch schon spannender. Ja, das stimmt. Das will ich gut pausen, Klaus. Dass du das auch so siehst mit den Ladebalken. So, Ladebalken sind der Teufel. Danach kommen direkt die Windows-Minuten. Die gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, die Windows-Minuten, ne? Das ist auch inzwischen eigentlich nur noch Urban Legend, wo man irgendwann mal seinen Enkeln davon erzählen kann. So, und damals, liebe Kinder, da hatten wir noch Ladebalken und Windows-Minuten. Ach, das wisst ihr ja gar nicht, was Windows-Minuten sind. Ja, Windows-Minuten sind keine exakte Methode, um die Zeit zu bestimmen. Es ist mehr so, wie auf einen Bus warten. Vielleicht kommt er aber auch nicht, weil der Busfahrer durchgedreht ist und durch eine Menschenmenge geholzt ist. Ja, also, ja, keine Ahnung, also, ja, Windows-Minuten halt, ne? Ich glaube, durch Windows-Minuten entstehen solche Busfahrer und andere Leute, die solche Dinge tun. Moment, da ist doch irgendwas. Stacys Traubenlimo, aufgerollte Zeitung. Hoffentlich ist da auch noch irgendwas Cooles drin. Moment, ich will jetzt mal kurz Licht machen. Schweinefleisch mit Bohnen in einem einigermaßen akzeptablen Zustand. Gefrierschrank sagt, ich bin leer. Ist nicht gerade der freundlichste Gefrierschrank. Draußen stürmt's, aber was soll's. Ja, noch mehr Kaffee. Wir haben so viel Kaffee, eh. Ich glaube, ich werde demnächst mal ein bisschen Kaffee abstellen. In meinem anderen Playthroughs bekomme ich nicht so viel Kaffee. Und Tee, natürlich. So. Ja, ganz im Ernst, Leute. Wenn man, also ich habe ja früher sehr, sehr häufiger meinen Rechner neu installieren müssen. Weil ich habe alles im Großen und Ganzen, was ich über Computer weiß, habe ich durch, in Anführungszeichen, Verbrechen, die ich an meinem eigenen PC begangen habe, gelernt. Also ich habe keine Verbrechen im Internet begangen, sondern ich habe Dinge mit meinem Computer getan, die ich dann daraufhin sehr bereute. Also selbst dran rumgeschraubt und was weiß ich was. Und irgendwann mal weiß der halt, tut man nicht. Und so habe ich auch gelernt. Oh, eine Cargohose, fantastisch. Und irgendwann mal lernst du auch, quasi wie du halt auch irgendwelche Probleme, Programme, Viren und Trojaner und was weiß ich was entfernst. So dass du dann irgendwann mal, also ich hatte dann irgendwann den Ruf in meiner Familie, dass ich dann das halt quasi kann. Was bedingt gestimmt hat. Also es heißt nicht unbedingt, dass man ja das dann wirklich alles kann, sondern man lernt einfach herauszufinden, wie es geht. Das ist das, was in meiner Familie bis heute, glaube ich, viele nicht kapiert haben. Dass man im Zweifelsfall es einfach machen muss. Also das Problem beheben, auch wenn es einem erstmal kryptisch vorkommt und einem Angst macht, dass der Rechner nicht so tut, wie man möchte. Moment, was schreibt ihr gerade eben? Die gibt's immer noch, Pausen, Klaus. Oh Gott, was für ein Windows benutzt du denn? Ich habe Windows 7. Okay. Ach, du machst es vom Camcorder. Okay. Ja gut, nimmst du eigentlich deine Facecam-Aufnahmen mit einem Camcorder auf oder hast du eine richtige Webcam? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, würde mich aber interessieren. Weil ich ja nach wie vor auch am Überlegen bin, ob ich das irgendwann mal mache, so mit Bluescreen und... Also nicht mit Bluescreen. Genau, mit Bluescreen! Ich werde in Zukunft mit Bluescreen arbeiten. Nein. Das habe ich neulich schon in World of Tanks gemacht. Nee, ich rede von, wie heißt's? So eine Greenbox oder wie sie das... Wie man das auch immer nennt, Gott, mir fällt gerade eben der professionelle Name nicht ein. Weil ich auch überhaupt nicht professionell bin.
Ja, das stimmt, Algrin. Aber das liegt auch daran, und das finde ich persönlich auch dann auch sehr, sehr überraschend, also sehr erfrischend ehrlich von diesen Download-Balken. Denn du weißt nie, wie die Download-Geschwindigkeit in Anführungszeichen sich verändern wird. Wenn ich zum Beispiel bei Steam ein Spiel runterlade, dann weiß ich das vorher nie, wie schnell das gehen wird. Weil meine Internetverbindung, die kann so zwischen 14,5 MB pro Sekunde und 0 halt hin und her springen, ne? Und da weiß das einfach nicht. Da kann der Rechner höchstens eine Schätzung abgeben. Das hat dann schon wieder was von Orakel von Delphi. Oder dann kann es ja auch genauso gut an Börsenkurse glauben. Ich sag absichtlich glauben. Weil wirklich analysieren, also das ist ja das Lustige, man redet ja immer von analysieren, das heißt aber nur, dass du weißt, wie es sich verhalten hat. Du kannst keine Aussage darüber machen, wie es sich zukünftig verhalten wird. Das ist nämlich genau die Krux an der Sache. Das hat nämlich schon wieder was mit Thermodynamik zu tun. Deswegen arbeiten auch so viele Physiker für Banken. Sollte man gar nicht meinen. Ist aber so. Ja, wir haben schon 20 Tage. Ich sag ja, es wird ein Speedrun. Ich wusste nicht, ob wir es schaffen können. Ich habe das noch nie so getestet, aber wir haben jetzt schon 20 Tage, 14 Stunden. Ich bin ehrlich gesagt selber ein bisschen beeindruckt. Wenn man das Spiel sehr, sehr aggressiv spielt, in Anführungszeichen. So, dann trinken wir das hier auch noch, solange wir es haben. Moment, das will ich auch noch trinken. Pausenklaus gewinnt, aha. Was hattest du noch mal gesagt? Kann mir das bitte jemand noch mal ganz kurz sagen? Auf was hat Pausenklaus getippt? Ich finde das Bett nicht mehr. Da ist das Bett. So, jetzt machen wir den Fail des Jahrhunderts. Wir gehen mit einer brennenden Fackel ins Bett. Das ist dann noch besser, als mit einer brennenden Zigarette ins Bett zu gehen. Was man auch nicht tun sollte, liebe Kinder da draußen. Das ist eine ganz blöde Idee. So, wir trinken noch mal. So, jetzt haben wir nämlich schon 21 Tage, 1 Stunde und 29 Minuten. Und Mr. Merp zieht's jetzt durch. Wir werden sehen, ob wir das jetzt da so weit hinbekommen, wie wir vielleicht hinkommen müssen. Was auch komisch verklausuliert klingt. So, Essen. Boah, das Geräusch ist eigentlich fürchterlich, wenn ich so drüber nachdenke. Hast du das gerade nach oben korrigiert oder hattest du das wirklich gesagt? So, ich tue jetzt einfach Zeit schinden. So gut ich kann. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Helligkeit. Sehr gut. Wir können das eigentlich jetzt noch zwei, dreimal machen. Ich glaube, ich kann sogar noch mal 10 Stunden schlafen. Hat er tatsächlich gesagt. Krass, okay. Ja, wie gesagt, ich weiß es gerade eben ja nicht mehr. Das war deine Wette, okay. Wie gesagt, dann, wenn du gewinnst, schulden dir alle anderen jede Menge Därme. Heute wetten wir um Därme. Das ist die Wette sozusagen des Tages. So, jetzt essen wir erstmal hier Tomatensuppe. Die essen wir gleich beide, weil die nur 300 Kalorien haben. Und ich will hier die 87% wieder auf 100 bekommen. So. Hey, Pausenklaus, Därme sind doch super. Kann man Kutteln draußen machen? Das Thema hatten wir vorhin schon. Was, du magst Kühe? Also Kühe gibt's nicht, okay. Es gibt ja Menschen, die sammeln Bilder von Kühen. Ich kenne da auch so jemanden. Finde ich irgendwie lustig, was manche Menschen... Also, ich meine, ich brauche mich gar nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ich sammle Zinnfiguren und stelle sie in den Schrank. Dann ist Bilder von Kühen sammeln auch nicht arg viel schräger. Aber es ist halt trotzdem immer witzig, was Menschen so für Hobbys entwickeln können. Habt ihr auch schräge Hobbys? Also ich meine, wirklich schräg? Also ich will jetzt nichts Perverses oder so hören, sondern einfach nur so schräg halt. Also so Dinge, wo andere sagen könnte, aha, das kann ein Hobby sein. So,
eine Stunde Dunkelheit übrig. Dann schlafen wir nochmal 3 Stunden. Därme for free, genau. Ist auch schade, dass man in der Long Dark keine Kutteln machen kann, ne? So eine leckere Kuttelsuppe. 22 Tage und da gingen ihm die Nahrungsmittel aus. Ja, jetzt müssen wir wieder nach draußen gehen. Schauen wir mal. Ich dachte, ich hätte einen Wolf gehört. Bin mir gerade nicht sicher. Ich sehe gerade so wenig, das hasse ich. Oh Mann. Okay, wir sind auf dem offenen Eis, das ist schon mal gut. Jetzt versuchen wir doch mal da drüben in die Häuser reinzukommen. So der Plan zumindest. Mach mal die Fackel gerade nochmal aus. Die brauchen wir jetzt gerade eben aktuell nicht. Ich habe mich gerade eben fast verlaufen. Ja, Pausenklaus. Also ganz im Ernst, also das Lustige ist, also ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass meine Familie das zum Beispiel total komisch finden würde. Aber die haben tatsächlich das relativ schnell akzeptiert und gucken auch teilweise meine Videos an. Die waren selber sehr, sehr überrascht natürlich darüber, dass ich das plötzlich tue. Aber irgendwie muss ich von Natur aus schon so ein komischer Vogel sein, dass das irgendwie keinen mehr überrascht hat. Ich habe einmal, also nur um das mal zu sagen, also die meisten Menschen, die mich näher kennen, ich bin nicht mehr dazu in der Lage, die irgendwie zu überraschen. Weil da irgendwie schon alles durch ist. Ich habe einmal, ich besitze ja eine Ritterrüstung für diejenigen von euch, oder ja, ein Kettenhemd und Helm und so weiter und so fort, also in echt, Stahl und so, weil ich früher solche Sachen auf Mittelaltermärkten halt einfach angezogen habe und ich fand es cool und ich finde es auch heute noch cool. Und ich habe einmal einem Kumpel von mir einfach, weil ich an dem Tag Bock hatte, das anzuziehen, so die Tür geöffnet und er guckte mich einfach nur so an, so, ja, ja. Das hat ihn überhaupt nicht überrascht, dass ich das getan habe. Überhaupt nicht. Oh, der Wolf da hinten rennt. Oh Mann. Ein Wassertropfen von jedem Land sammeln, ne? Das ist auch ein krasses Hobby. Das ist auch ein krasses Hobby, das stimmt. Der eine Wolf ist da drüben weggerannt. Jetzt hoffe ich, dass wir in eines der Häuser da oben reinkommen. Oh, Kacke. Ich möchte, dass dieser Wolf jetzt erstmal geht. Wo auch immer er hingeht, aber er soll gehen. Oh, wir haben auch gefühlt minus 5 Grad. Was macht denn der Wolf da? Der grindet da so am Baum rum. Was, Ritter Fips von Mörb? Ja, ohne Witz, schwarze Rittermäßig. Ich habe wirklich auch so einen schwarzen Umhang und so einen Wappenrock mit schwarz-weiß kariert. Also so bin ich rumgelaufen. So, also das habe aber nicht nur ich gemacht. Ich habe da also Freunde, mit denen ich das häufiger gemacht habe. Wir waren da so eine Gruppe, die das halt gerne gemacht hat. Wo läuft denn der Wolf jetzt hin? Der kommt jetzt wieder runter. Finde ich nicht gut, dass der da jetzt wieder runterkommt. Ich möchte doch bloß da hoch. Nicht da hoch? Und drin. Ausgezeichnet.
Genau, ein Skaterwolf. So, der hätte allerdings auch Skaterhosen anhaben müssen, ne? Sonst ist der Wolf natürlich ein ziemlich uncooler Skaterwolf. Mit diesen extrem breiten Hosenbeinen und so weiter. Wieder kein Dosenöffner. Die haben wirklich hier keine Dosenöffner. Eine Gipfelbrause. Da ist nix. Ja, du hast recht, das mit dem Fernsehen. Übrigens, Martha Pfahl, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, weshalb ich dann auch mit dem YouTube angefangen habe. Nicht, weil ich glaube, dass ich eine bessere Qualität als sie biete. Wobei es ehrlich gesagt nicht schwer ist. Möchte ich mal behaupten. Denn ganz im Ernst, ich gucke mir lieber das an, was irgendwie so ein YouTuber, der das einfach nur so vor sich so hinbabbelt, was der so macht, als diesen vermeintlichen professionellen Schrott im TV. Wo man sich teilweise echt eigentlich fremdschämen muss. Also wenn man so zurückdenkt, so du bist ja auch schon jemand, der das Fernsehen von früher noch kennt, ne, so wie ich. Und wo halt früher einfach noch, ja, also die Filme waren jetzt auch nicht unbedingt so top, aber es kamen halt früher wenigstens noch Filme, also Spielfilme. Und ich rede jetzt nicht von diesen Heimatfilmen oder so, sondern einfach von diesen Hollywood-Filmen, sowas wie Ghostbusters oder so. Das kam halt auch mal unter der Woche. Und was hast du heute? Bauer sucht Frau und Big Brother. Ich war entsetzt, dass es immer noch Big Brother gibt. Jetzt nichts gegen die Leute, die das gerne sehen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das gerne sehen, aber ich mag das halt einfach nicht. Ich finde, dafür musst du kein TV machen. Da, ganz im Ernst, von professionellem TV erwarte ich einfach was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwie haben wir hier gerade eben nahrungsmitteltechnisch nicht unbedingt den Jackpot gerade eben gerissen. Stelle ich gerade eben so fest. Moment, ich lese gerade, was ihr gerade eben schreibt. Also ich habe Fernsehen nicht abgemeldet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gucke gerne durchaus auch Nachrichten, auch wenn ich den Nachrichten... Ich weiß, also ich halte die Nachrichten nicht für Lügenpresse, das möchte ich gleich mal sagen. Das ist es definitiv nicht. Aber ich weiß, dass die Medien... das sind alles private Unternehmen und ich weiß, dass insbesondere Wirtschaftssachen... oder wo es halt generell um Wirtschaft geht, dass das durchaus auch gerne mal so ein bisschen Stimmungsmache ist. Also ein einfacher Wintermantel. Ja, nehmen wir nicht mit. Und deswegen, also ich gucke mir immer so von verschiedenen Richtungen an, was die Medien so sagen, und dann reime ich mir meinen Teil zusammen. Jetzt habe ich versehentlich die Fackel ruiniert. Egal. Und wieder keine Medikamente. Es wird immer besser für uns. Ja, also wie gesagt, das Thema TV, also das Lustige ist ja, das sagen irgendwie so gut wie alle, die am Ende dann in Anführungszeichen bei YouTube enden. Für die ist das alle quasi sozusagen derselbe Grund, weil das Fernsehen einfach es nicht mehr wert ist. Könnte man so sagen. So, ich wage mich jetzt mal hier an diese Dosen Sardinen. Und wir leben noch. Das ist super. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zum Essen. Wir könnten theoretisch dann noch am nächsten Tag auf die andere Seite gehen. Ein Haus haben wir da ja noch. Und ansonsten schlafen wir jetzt erstmal nochmal drüber. Dann kann ich wieder lesen, was ihr so schreibt. Der Hase Cäsar kenne ich gar nicht und Kasperle-Theater kenne ich nur vom Kasperle-Theater, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo kam denn das? Also ich habe als Kind Biene Maya gesehen, Sendung mit der Maus. Kennt ihr noch Ferdi die Ameise? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Serie heißt, aber da war so eine Ameise, der heißt Ferdi, war es glaube ich, und
Der war in so ein Marienkäfer-Mädel verliebt. Und der hatte irgendwie so einen Kumpel, der war. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, der war eine Assel. Das war aber so richtig niedlicher Zeichentrick in Anführungszeichen. Das war total lustig. Ich kenne Hase Cäsar ehrlich gesagt wirklich gar nicht. Ich weiß aber auch nicht warum. Könnt ihr mir vielleicht mal weiterhelfen, auf welchem Kanal das lief? Ach, da war ich noch gar nicht geboren. Dann weiß ich jetzt, dass ihr älter seid als ich. Dann weiß ich jetzt, dass ihr älter seid als ich. Vielleicht muss ich es ja mal googeln. Vielleicht finde ich ja nachher, was Hase Cäsar ist. Kann ja gut durchaus sein. Es gibt ja immer wieder Wissenslücken, die sich lohnen, dass sie geschlossen werden. So, jetzt essen wir nochmal das hier. So. Ach so, ja, und was ich heutzutage noch angucke, ja, ich gucke zum Beispiel Heute Show, die Anstalt, aber das Thema hatten wir ja schon mal, also eher so Satire. Weil die Welt halt echt so verrückt geworden ist, also so, man hat das Gefühl, man kann die Welt leider nicht mehr ernst nehmen, obwohl man sie ernst nehmen muss. Okay, muss man so alt sein, damit man Hase Cäsar noch kennt? Das ist krass. Das ist krass. Leute, guck mal, wir haben jetzt schon 24 Tage und 9 Stunden. Wir schaffen das, Achievement. Wir schaffen es. Das ist ja das, was ich letzten Endes vorhatte. 20 Stunden, noch 4 Stunden und wir haben das Achievement. Das Achievement ist eigentlich fast nicht mehr aufzuhalten. So. Haben wir jetzt nochmal ein bisschen was da von uns reingepfiffen. Und wie gesagt, das nächste ist ja dann das 50 Tage nichts im Gewehr töten und so weiter und so fort. Und wenn wir das geschafft haben sollten, mit Betonung auf sollten. So Leute, jetzt könnte das Achievement gleich kommen. Ihr werdet es wahrscheinlich leider wieder nicht sehen. Da ist es! Ich sehe es! Errungenschaft freigeschaltet! Pazifist und der Hase! Der goldene Hase auf grünem Grund! Wir haben es! Juhu! Und das auf Schleicher, plus im Hardcore-Modus. Ohne Waffen, ohne den Willen, sich zu verteidigen. Yo, es funktioniert, Leute. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Lasst euch niemals sagen, dass ihr irgendetwas nicht könnt. Ihr könnt es, ihr müsst es nur wollen. Na gut, bis auf Schweben. Da solltet ihr technische Hilfe in Anspruch nehmen. Oder den Weltraum. Aber ich meine, alle Dinge, die physikalisch machbar sind, das ist auch machbar. So, das war das Wort zum Sonntag und es ist ja sogar zum Glück Sonntag. Also ist es sogar das richtige Wort an der richtigen Stelle. So, Dankeschön, Martha Pfahl. So, jetzt. Ja, ich würde aber sagen, wir machen auf jeden Fall trotzdem hier weiter. Vor allem, es stürmt ja immer noch draußen. Pantau habe ich schon mal gehört, Leute. Pantau habe ich schon mal gehört, aber selber nie gesehen. Bin da manchmal so ungebildet. Danke, Hoppelhopser. Ich muss aber auch zugeben, es war manchmal mit den Wölfen schon extrem knapp, ne? Also wenn du da nicht die richtige Ausrüstung hast, zum Beispiel Beine bis zum Boden, um sie zu benutzen, dann sieht's, glaube ich, relativ schnell zappenduster aus für einen. So, und am nächsten Tag müssen wir auf die andere, müssen wir in das andere Haus. Wo ich ohnehin schon Probleme auf uns zukommen sehe. So, das essen wir jetzt noch schnell. Dann schlafen wir noch mal eine Runde. Trinken noch was. Das Wasser geht uns auch aus. Ewig können wir diesen Zustand so nicht mehr beibehalten. Das geht uns früher oder später echt ein bisschen ans Material. Wir wissen gar nicht, wie viele Stunden Dunkelheit wir noch übrig haben. Ich schlafe jetzt mal nur 6 Stunden. Okay, das heißt, es ist sogar perfekt. Ausgezeichnet. Dann trinken wir jetzt noch schnell was. Versuchen jetzt mal auf die andere Seite des Hauses zu kommen.
Catweasel, das habe ich auch schon mal gehört, aber auch nie gesehen. Tau Tau habe ich auch schon mal gehört. Das sind alles Dinge, von denen ich schon mal gehört habe. Und Tom und Jerry natürlich. Tom und Jerry, boah, das war. Stimmt, das war eigentlich. Also ganz im Ernst, ich gucke mir heutzutage Tom und Jerry an und stelle fest, das habe ich im Alter von 4 und 5 Jahren schon gesehen. Oh, Backe. Diese Gewaltverherrlichung, die da letztendlich ja stattfindet, ne? Man kann es ja gar nicht anders sagen. So. Gucken wir mal. Ach shit, das Haus ist ja kaputt da drüben. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich hatte auf dieses Haus gebaut. Bisschen suboptimal. Wir nehmen jetzt mal hier so ein bisschen Medikamente mit. Es gibt auch noch ein anderes Haus, das wir mitnehmen könnten. Oh. Hau ab, du Vieh. Schreckt den irgendwie gar nicht ab. Na, komm her. Oh Gott, noch einer. Ich möchte jetzt echt mal einen verschrecken können. Ich möchte es jetzt mal testen. Ich meine, jetzt haben wir ja die Pflicht schon erfüllt. Jetzt kommt die Kür. Hallo. Also irgendwie schreckt die das gar nicht ab. Ah, doch, es tut es. Man muss bloß affig nah dran sein. Ach du Scheibenkleister. Ja, komm. Komm, 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 komm. Hallo. Hallo. Butt, butt, butt. Hey. Haariger welcher. Ja, mit dir rede ich. Guck mal, wie der die Ohren bewegt. Ist fast so, als ob es beleidigt wäre, oder? Hallo. Ich würde am liebsten schreien können, aber der bemerkt uns gar nicht mehr. Der hat uns von seinem Speiseplan gestrichen, habe ich so das Gefühl. Habe ich auch nichts dagegen. La la la. Wir schleichen uns mal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte am liebsten eigentlich da drüben noch diese komischen Lackporlinge mir holen. Oh. Oh. So viele Wölfe, ey. Ich wollte gerade eben schon mit dem Ding weg aufhören. Im Schleichen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja nicht mehr witzig. Na, bleibt mir ja von der Haut, ey. Der eine kommt direkt auf uns zu. In South Park ist das ein Grund, jemanden zu erschießen. Wir haben kein Gewehr und sind pazifistisch. Unsere eigene Schuld. Na gut, dass wir kein Gewehr haben, ist tatsächlich nicht unsere eigene Schuld, aber dass wir pazifistisch sind. Okay, der Wolf kommt immer noch in unsere Richtung. Ich glaube, das ist jetzt eine Treibjagd. Der treibt. Ah, okay, sie haben abgelassen. Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass sie uns in Richtung eines Bären treiben.
Wisst ihr, was das Problem ist? Oh Gott, ja, dass da unten so schnell der Bär ist. Ach du Scheibenkleister. Wir haben jetzt ein Problem hier, Leute. Uns gehen die Fressalien auf Dauer aus. Eine Sache, ein Haus gibt's noch. Das ist da oben das Haus des Menschenfeindes. Da möchte ich jetzt auch hin. Aber alle anderen Häuser... Ja, wird's langsam aber sicher ein bisschen knapp. Gott, bei euch geht's ja gerade eben ab, ey. Ist da noch was drin? Nichts zum Zerlegen. Die Wölfe haben nichts übrig gelassen. Die gemeinen Viecher. So, gehen wir mal weiter. Boah, ich dachte gerade eben jetzt echt schon, dass es uns dahin rafft, aber... Wir haben es hingekriegt bis jetzt. Temperatur ist gefühlt minus 1 Grad, aber das geht noch. Da drüben läuft, glaube ich, nochmal ein Wolf. Ne, sogar zwei Wölfe. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir da hochkommen zu dem Haus des Menschenfeindes. Das ist das nächste Ziel. Ich tausche ja gerade eben jetzt hier eure Alter aus. Finde ich lustig. Was liegt denn da? Stock. Igitt, ein Gewehr. Das erste Gewehr, aber wir werden es nicht nehmen. Wir merken uns nur, dass es hier rumliegt. Okay, hoch. Oh Gott, da drüben läuft ja auch ein Wolf rum. Das ist... Oh, das ist ja fies. Das ist ja fies. Das ist so eine Art The Long Dark Puzzle. Wie passt der Mörb da rein? Oh Mann. Oh Mann. Scheibenkleister. Okay, es kann sein, dass wir jetzt sterben, Leute. Es kann sein, dass wir jetzt sterben. Okay, wir sind tot. 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 Wir sterben. Nein. Das war's. Das war's. Oder? Okay. Okay. I don't have much more in me. Okay. Aha. Ich frag mich, warum der sich nicht hat zurückschrecken lassen. Ich bin gerade ehrlich gesagt total erschlagen. Wow. Okay. Ich erlebe mich gerade eben ein bisschen sprachlos. Ich will nur noch da hoch.
Okay, aber. Okay, das heißt, sie haben die Wölfe echt entschärft. Das wusste ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das auch der Fall ist, wenn man es auf Schleicher spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, wenn man angeschlagen in so einen Wolf hineingerät, dann ist es wahrscheinlich doch tödlich, nehme ich mal an, oder? Ja, Hoppla, hast absolut recht. Jetzt haben wir ja die besten Voraussetzungen für. Boah, und wir sind doch vor allem durch. Ach du Scheibenkleister. Hey! Das nenne ich Karma. Finden wir gleich mal in so einer normalen Schublade. Verbannt. Habe ich keine normalen. Wir haben keine Lampe mehr? Ich dachte, wir hätten noch eine Lampe. Oder habe ich die irgendwie zurückgelassen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall finden wir wieder noch mal ein paar Pfirsiche. So. Lampenöl, aber keine Lampe, nehme ich mal an. Wo ist unsere Lampe hin? Haben wir die verloren? Verliert man Sachen? Leute, verliert man Sachen, die am Boden dann rumliegen? Du meinst, ich soll jetzt angeschlagen in den Wolf reingehen? Zum Testen? Dann hätten wir Malte auf jeden Fall den Tod verpasst, den er sich selber mehr oder weniger ausgesucht hat, oder? Okay, beim zweiten ist man tot. Also der Wolf, der macht einen dann doch fertig, Pausenklaus, ne? What have we here? Na, ganz im Ernst, Leute, ich möchte natürlich, wenn möglich, Malte schon noch retten, weil wir könnten mit Malte natürlich auch noch im nächsten Stream weiterspielen. Spricht ja nichts dagegen. Weil die 50 Tage überleben, ohne etwas zu schießen, können wir mit Steffen nicht mehr schaffen. Der hat schon deutlich früher angefangen zu ballern. Nee, ich hab gar nicht H gedrückt, Hoppelhopser. Ich hab rumgefuchtelt, weil ja vorhin das super funktioniert hat gegen den einen Wolf, als wir diesen Zaun zwischen ihm und uns hatten. Und da dachte ich quasi, komm, fuchtelst du da nochmal rum und machst einen Schritt auf ihn zu, währenddessen du fuchtelst, dann wird der Wolf schon Schiss kriegen. Ja, der Wolf hat das irgendwie anders gesehen. Der scheint schon mal eine Fackel gesehen zu haben und wusste, Fackeln, die wollen nur spielen. Ah, ein Brandbeschleuniger. Ja, die Handschuhe will ich nicht. Ich wette, unsere Klamotten sehen aus wie Sau. Geht eigentlich. Hätte es irgendwie ein schlimmeres Desaster erwartet. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Die haben das deutlich besser überstanden, als ich es erwartet hätte. So. Aber jetzt wissen wir auch, dass die Fackeln einen nicht wirklich retten. Also Fackeln sind nicht so gut wie die anderen Fackeln. Also klar, also da funktioniert wirklich nur der Plan, den ihr schon gesagt habt, dass man es hinlegen muss. Ah, noch ein Jagdmesser. Keine Ahnung, Lini Burrito. Ich habe nämlich so die These, also manchmal bekommt man ja richtig derbe Schaden, wenn ein Wolf einen angreift, aber nur manchmal, ne? Ich glaube, dass das eventuell auch einfach nur Zufall ist, also RNG. Ob der Wolf dich kritisch trifft und dir gleich mal, also hängt wahrscheinlich davon ab, wie oft der Wolf dich kritisch trifft und ob du dabei halt, also schweren Schaden nimmst. Das ist so meine These. Schokoriegel, das ist so nützlich. Zeitungspapier natürlich auf dem Klo, ist logisch. Aber wir leben überraschenderweise noch. Und ich muss das wirklich sagen, überraschenderweise. Wir haben wirklich. Leute, wir müssen unsere Lampe da draußen verloren haben bei dem Wolfsangriff, weil der glänzende Lackporling, wir hatten schon zwei und ich habe wieder einen aufgenommen. So wie es aussieht, verliert man Sachen, wenn man vom Wolf angegangen wird, habe ich so das Gefühl.
Ja, hoppel hopp, das habt ihr gesagt. Aber du weißt doch, wie ich bin. Ich muss es selbst erlebt haben. Auf die harte Tour. So, das machen wir auf jeden Fall nochmal hier eine Runde uns ausruhen. Wobei, das könnte ein Fehler gewesen sein. Wir hatten nicht genügend Essen im Bauch. Ja, genau. Wir hatten nämlich nicht genügend Essen im Bauch. Wenn wir heilen wollen, dann sollten wir gucken, dass wir jetzt dringend uns satt essen. Mich stört gar nicht so sehr, dass wir so wenig Medikamente haben. Mir stört gerade eben vielmehr, dass unsere Lebensmittelsituation sehr, sehr knapp ist. Und es deswegen sehr, sehr kritisch ist. Okay. Gut zu wissen. Pausenklaus, gut zu wissen, danke. So. Sehr gut. Wir haben keinen Durst. 7 Stunden Dunkelheit übrig. Dann möchte ich auf jeden Fall gucken, also im Großen und Ganzen sind wir eigentlich dann mit diesem Gebiet hier durch. Das nächste, was der gute Malte Torben dann eigentlich in Angriff nehmen muss, ist der Rätselsee, weil er da jede Menge Rohrkolbensalat in sich reinziehen kann. Ich glaube, wir bewegen uns jetzt auch dann einfach mal so grob in die Richtung und hoffen, dass wir da hinkommen, weil dann wäre das Gebiet, was wir dann als nächstes machen. Auch wenn ich glaube, dass das extrem schwer wäre. Okay, die Sachen müssen da noch rumliegen. Ist trotzdem jetzt schwierig natürlich. Weil der Wolf könnte da natürlich jetzt wieder sein. Oh, der hat sich vor uns erschreckt. Witzig genug. Der hat davon gehört, Leute. Die Urban Legends erzählen von Torben Malte, dem Wolfsschreck, der den Angriff des Wolfs überlebt hat. Alle Wölfe respektieren ihn jetzt dafür. Oder auch nicht. Ja, ich lasse das Zeug da jetzt liegen, Leute. Das ist mir gerade eben, ehrlich gesagt, alles ein bisschen zu kritisch. Was liegt denn da rum? Ist das ein toter Wolf? Ist das ein toter Wolf? Und wenn ja, warum sollte da ein toter Wolf liegen? Hallo? Wolfilein. Der ist hier gestorben. Unsere Fleischprobleme haben sich soeben erledigt. Warum ist der Wolf hier gestorben? Das finde ich irgendwie creepy. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Danke, Pausenklaus. Das hat Hoppelhops das letzte Mal schon erzählt, aber ich musste mich jetzt gerade eben natürlich erstmal wieder gesunden. Obwohl es so windet, haben wir 4 Grad gerade eben. Das ist überraschend. So, also ich bewege mich jetzt auf jeden Fall schon mal grob in die Richtung des Rätselsees. Denn um 23 Uhr ist natürlich wieder, ja, so mehr oder weniger Schluss mit dem Stream. Ah, eine Dose Sardinen. Das war, glaube ich, die nicht mehr so gut war. Aber wir nehmen sie trotzdem mit. Einfach nur, ja. Sie bringt uns auf jeden Fall noch was. Ja, du meinst, er ist an der Lampe verendet, ne? So liegt so quer im Rachen und so. Scheiße. Und meine Mutter hat immer gesagt, iss nichts, was größer ist als dein Kopf. Ja, die Schnüre nehmen wir jetzt dann doch mal mit. Hier waren wir nämlich noch gar nicht drin.
Es ist aber auch nicht unbedingt so, dass es sich lohnen würde, hier reinzuschauen. 0 Grad. Okay, weiter. Da drüben läuft ein Reh, das heißt, da drüben kann schon mal kein Wolf sein. Oder zumindest nicht in der absoluten Umgebung. Immer noch 0 Grad. Das ist der Wärm. Das muss irgendwie Föhnwind sein hier gerade eben. Okay, ja, Hoppelhopser. Aber wir haben trotzdem jetzt hier gerade eben gefühlt 0 Grad. Und leben übrigens seit 28 Tagen. Was auch überraschend genug ist. Ich, ganz im Ernst, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht erwartet. Vor allem bei der Menge an Wölfen. Ihr wisst ja, was da drüben abgegangen ist bei der, wie heißt es, bei der Tankstelle. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass uns zwei Wölfe nacheinander erwischen und dann wäre rum gewesen. Ich finde es aber auch sozial, dass die Programmierer das so gemacht haben, dass wenn der Wolf dich so erwischt und du dich nicht wehrst, er weg ist. Nicht so wie beim Bär, dass du eventuell dann nochmal von ihm erwischt werden kannst, wenn du dich einfach blöde anstellst. Und da wäre ich auch ein Kandidat dafür. So, jetzt schauen wir mal da rein. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht drin. Immer noch 0 Grad. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ah. Igitt, da liegt ja Munition. Aber da gibt es leckeres Hundefutter hier. So. Zeitungspapier. Wie viel Holz haben wir eigentlich dabei? Wir haben genügend Holz, um das Fleisch hier jetzt mal in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Ernsthaft? Der ist hat gefailt mit Brandbeschleuniger. Der hat mit Brandbeschleuniger gefailt. Das ist ja hart. Das ist echt hart. So. Und jetzt erstmal das Wolfsfleisch garen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder keine Nahrungsmittelproblematik. Je wärmer, desto Sturm. Aber dann bekommt man doch normalerweise auch wieder kälteren Sturm, oder? Also ich meine, mit der Zeit wird der Sturm dann kälter, Hoppelhopser, oder? Weil ich habe, weil sonst macht es ja mit dem Wind, Schutzbonus wenig Sinn. Nur so als Gedanke. So. Wir machen jetzt nochmal 1,5 Liter Wasser. Ne, machen wir 2 Liter Wasser. Und dann schauen wir mal weiter. Das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch in ein Haus kommen, bevor wir hier... 38 Minuten. Komm, dann machen wir nochmal 1,5 Liter. Auf jeden Fall sind wir danach jetzt wieder gut aufgewärmt. So. Die kaputten Fackeln kann ich verheizen. Ja, aber die verheize ich ja dann woanders. Oh. Das essen wir nicht mehr. 6%. Da ist schon so ein leckerer Pelz über dem Essen drüber, ne? So, wie kalt ist es? Immer noch 1 Grad. Auch hier? Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier von Fischerhütte zu Fischerhütte. Und sobald wir dann in der Nähe da oben dieser Railroad Station sind, also da, wo wir halt theoretisch durch können zum, zum Rätselsee. Oder wir könnten natürlich auch zum idyllischen Tal gehen. Was meint ihr? Sollen wir das nächste Mal Rätselsee versuchen? Oder sollen wir idyllisches Tal machen? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, also jetzt hier in den Chat hinein. Und natürlich dürfen die Leute auch über die Kommentare abstimmen. Also wenn jetzt an die YouTube-Zuschauer gerichtet, ihr dürft auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was wollt ihr lieber sehen? Torben Malte im Rätselsee oder im idyllischen Tal? Das lassen wir da drin. So viel Zeitungspapier brauchen wir tatsächlich gar nicht.
Da ist irgendwie erschreckend wenig drin. Dasselbe gilt für diese Schubladen. Genau, das kann ich brauchen und deswegen lassen wir es auch zurück. Okay, fürs idyllische Tal ist er noch nicht reif. Alles klar. Oh, zwei Wölfe da drüben. Der Punkt ist der, also Torben Malte wird an dem Tag, an dem er den 50. Tag überlebt, wird in ihm eine Änderung stattfinden. Dann wird er zum Rambo werden und wird erkennen, dass diese Art des Überlebens für ihn nicht auf Dauer funktionieren wird. Hä, Moment. Haha, was lacht ihr gerade eben? Ich verstehe es gerade eben nicht. Hier waren wir auch noch nicht, okay. Oh, ein Energieriegel, das ist sehr erfreulich. Karton, Streichhölzer. Oh, da liegt auch eine Dose. Die kommt gleich in unsere Hose. Temperatur ist 1 Grad. Da guckt ein Reh und fragt sich, was wir von ihm wollen. Ja, nix, du komisches Reh. Wir wollen bloß in die Richtung. Irgendwo da drüben war noch ein Wolf. Genau, der schleicht da rum. Und ab jetzt sind wir hungrig. So, hat sich's ausgerannt. Immer noch 1 Grad. Das ist ja heftig. Das ist ja echt krass. Das ist der wärmste Sturm, den ich in der Long Dark Year erlebt habe. Achso, fürs Tal ist noch nicht reif. Ja genau, hat noch nicht das Level dafür. So, ich möchte da oben hoch, logischerweise. Und dann können wir da oben dann den Stream in Anführungszeichen beenden. Sobald wir einigermaßen safe sind. Ich hoffe, dass ich da auch noch safe reinkomme. Noch sehe ich keine Bösartigkeiten. Letzte Häuschen. Okay, erstmal da rein. Alles klar. Ja, nee, nee, Martha Pfahl. Das wird ja er erst dann begreifen, dass er das hätte besser tun sollen. Jeder muss durch eine harte Schule gehen. Vor allem Torben. So, was wir jetzt noch machen am Ende des Streams ist, wir gucken jetzt, dass wir mit den Fressalien, die wir haben, hier nochmal so ein bisschen, also das Fleisch werden wir jetzt noch sozusagen ganz kurz verbrauchen und dadurch jetzt einfach Zeit generieren. Und wenn wir das Fleisch dann weg haben, dann ja, ist der Stream dann mehr oder weniger, ja, offiziell beendet. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass ihr da gewesen seid. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer alles jetzt da war. Ich konnte dieses Mal gar nicht so genau nachschauen. So, Moment, ich trinke jetzt nochmal. Ich glaube, ich schlafe nochmal. Ich versuche das jetzt mal auszureizen, wie weit wir kommen können, ohne was zu essen. Weil, das hat ja gerade, also, das haben ja schon Hoppelhopser als auch Pausenklaus angemerkt. Ah, Druffzilla, ich begrüße dich. Ja, Druffzilla, du kommst eigentlich jetzt beinahe schon am Ende des Streams, muss ich ganz ehrlich leider sagen. Aber wir haben das Achievement erreicht. Also wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, inwieweit du weißt. Habe ich überhaupt schon einen Zustandsverlust? Ich mache es gerade eben absichtlich, dass der Zustand noch ein bisschen runtergeht, Hoppelhopser. So 50%. Möchte ich es gerade eben mal testen. Ich mache hier gerade mehrere Tests. Zu
32 Tage, 16 Stunden, 14 Minuten hast du gewettet. Ja. Moment. Du könntest echt recht haben. Es geht in die Richtung. So, jetzt pfeifen wir uns hier mal das Dingens hier rein. Und das hier. Und das sollte dann kalorientechnisch genügend bringen. Wir müssen nur noch kurz was trinken. So. Und dann schlafen wir nochmal weiter. Weil dann geht der Zustand jetzt natürlich wieder nach oben. Genau, Pazifist hab ich erreicht. Und zwar im Schleichermodus Hardcore Plus. Also Schleichermodus ist ja ein Begriff und Hardcore Plus muss ich ganz, ganz kurz erläutern. Das ist das, was ich mir selbst auferlegt habe. Ich spiele hier Torben Malte, der ein extremer Pazifist ist und ein Anhänger der Naturspiritualität und so weiter und so fort, der es sich geschworen hat, niemals einem Tier ein Leid anzutun. Er ist so hardcore, dass er sogar aus Greenpeace und aus PETA rausgeflogen ist. Ach, übrigens, hab euch auch noch gar nicht gesagt, warum er rausgeflogen ist. Weil er der Meinung war, dass es eine Sünde ist, dass man ein Greenpeace-Boot, das Walfänger abhalten sollte, Wale zu fangen, nicht vollständig mit Biodiesel betankt hat. Deswegen hat er seine eigenen Leute sabotiert und Karottensaft in den Motor gekippt. Deswegen wollten seine Freunde ihn loswerden. Er hat sich gesagt, man kann doch das eine nicht gegen das andere aufwiegen. Das war Torben Maltes Meinung. Ja, und wie gesagt, Torben Malte benutzt keine Waffen. Überhaupt gar keine. Und wehrt sich auch nicht, wenn er von einem Tier angegriffen wird. Er tut es schlicht und ergreifend nicht. Das ist sozusagen das, was Torben Malte angeht. Genau, also ich habe mir eine kleine Vorgeschichte für ihn überlegt. Ja, und falls du das Ganze sehen willst, du kannst es natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Eileen, war das jetzt ein Facepalm? Leute, ihr müsst es von der Seite sehen. Ich habe solche Leute, es gibt wirklich solche Leute, die habe ich im Studium kennengelernt. Ich möchte euch mal ganz, ganz kurz eine Anekdote erzählen. Etwas, was wirklich passiert ist im Studium. War damals, es war noch Grundstudium und ich wartete auf mein Praktikum in Physiologie. Da stürmte plötzlich eine junge Frau an und machte riesen Terror und wollte den Prof zur Schnecke machen. Es ist eine Unverschämtheit, dass sie die Kaulquappen, die sie da drin halten, nicht füttern. Lassen Sie mich sofort da hinein. Ich werde die Kaulquappen an einen Ort bringen, wo sie Futter bekommen. Und der Prof redete ganz, ganz kurz mit ihr und meinte, sie darf da natürlich nicht rein. Und sie machte weiter tös, tös und tritra trullala. Bis sie dann irgendwann mal aufgab und der Prof lachte und drehte sich dann zu uns und meinte quasi, es ist so traurig, dass es manche Biologen ins Hauptstudium schaffen und nicht wissen, dass Kaulquappen einen Dottersack haben und nichts fressen müssen. So viel dazu. Wie gesagt, solche Leute wie Torben Malte gibt es wirklich und sie haben Abitur. Solche Leute gibt es leider wirklich und ich habe sie erlebt. Ich konnte es teilweise echt nicht glauben. Aber solche Leute gibt es wirklich. So, jetzt trinke ich gerade eben nochmal. So. Wir haben 32 Tage, 11 Stunden und 42 Minuten jetzt. Du bist echt gut, Pausenklaus. Bist echt gut. Und jetzt kommen wir sogar drüber. Jetzt kommen wir sogar drüber. Ich weiß nicht, wie ich ihn umkrempeln will. Vielleicht dreht er einfach durch, ähnlich wie es auch Ding getan hat. Steffen, ne? Steffen dreht ja irgendwann auch durch. Kann sein, dass es derselbe Grund ist am Ende. Und jetzt stirb.
Nix da, Pausenklaus. Nein, 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 nein. Wobei das Problem ist, es könnte tatsächlich durch Verdursten passieren. Das ist tatsächlich etwas, an das ich jetzt denken muss. So, wir pfeifen uns das alles jetzt hier rein. Und das nächste Mal müssen wir uns auf den Kampf ums Überleben begeben. Und wie viel? 2 Stunden Tageslicht ist jetzt noch übrig. Okay. Das wird das nächste Mal spannend, denn wir haben kein Wasser mehr. Übrigens, es gibt eine lustige Studie, Leute. Es gibt ja, also, ich weiß, ich möchte da jetzt gar keine Vorurteile oder sowas schüren oder irgendwie Gefühle beleidigen. Nein, das nicht. Aber ich bin ja Wissenschaftler und ich bin ein Fan davon, Leute aufzuklären, weil manchmal sind Dinge einfach nur falsch verstanden, nenne ich es jetzt mal. Das zum Abschluss noch so eine kleine Anekdote. Jetzt, weil wir nämlich jetzt hier gleich speichern und ja, wie viel Zeit haben wir jetzt? 33 Tage, 21 Stunden und 59 Minuten leben wir jetzt. Ich trinke das jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz. Und ja, also das als Abschluss jetzt noch als kleine Anekdote. Wobei, das hätte ich mir jetzt gerade eben sparen können mit dem Speichern, denn ihr wisst ja, was gerade eben passiert ist. Ich habe jetzt nach dem Speichern getrunken. Es gab mal tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung darüber, weil manche Menschen ja mit ihren Pflanzen sprechen. Und weil die gesagt haben, dass Pflanzen dadurch ja besser aufblühen, dass es denen einfach besser geht und so weiter und so fort. Und da haben eine Gruppe von Wissenschaftlern kam auf die Idee, wir machen 3 Gruppen. Wir machen eine Gruppe von Leuten, die einfach nur die Pflanzen gießen sollen. Wir machen eine Gruppe von Leuten, die sollen die Pflanzen gießen und mit ihnen reden. Entschuldigung, habe einen sehr, sehr trockenen Hals. Und wir machen eine Gruppe, die sollen die Pflanzen gießen und sie anschreien, sie zur Minna machen, sie so richtig zur Schnecke machen, also ihren Frust an ihnen auslassen. Und das interessante Ergebnis war, dass die Pflanzen, denen es schlecht ging, waren die, die nur gegossen wurden. Und die Pflanzen, mit denen man geredet hat, als auch die man angeschrien hat, denen ging es genau gleich gut. Wisst ihr warum? Das liegt daran, das ist ein psychologischer Effekt des Menschen. Wenn ich quasi irgendeine Emotion, zum Beispiel auch mit einer Pflanze herstelle, Entschuldigung, mein Hals ist echt trocken, dann kümmert man sich automatisch bewusster um das, was man tun soll. Egal, ob man es gerne macht oder nicht. Das ist der Witz. Also, wenn ihr einen braunen Daumen habt und ihr bekommt es einfach nicht hin, mit den dass eure Pflanzen nicht verwelken, ihr müsst nicht unbedingt mit ihnen reden, ihr könnt sie auch anschnauzen. Höchstwahrscheinlich funktioniert's. Dann geht's ihnen besser. Weil Pflanzen natürlich keine Organe haben, um etwas wahrzunehmen, auch keine Schwingungen oder sowas in der Art und Weise. Es hängt einzig und allein damit zusammen, wie ihr letzten Endes, also wie aufmerksam ihr selber dann mit ihnen umgeht. Das ist der Trick dahinter. Ja, das war sozusagen das zweite Wort zum Sonntag heute. Ja, genau. Zuwendung kann auch eine Form von Anbrüllen sein. Das ist richtig. Homer Simpson beweist es ja immer wieder mit Bart Simpson. Wobei ich glaube, das mit dem Würgen sollte man bei Pflanzen definitiv sein lassen. Die haben sehr, sehr dünne Hälse. Also, liebe Leute, ich bedanke mich dafür, dass ihr da gewesen seid. Ja, wir haben jetzt über 32 Tage. Moment, ich gucke gerade eben nochmal. 33 Tage, 22 Stunden und 2 Minuten an einem Abend runtergerissen in 3 Stunden des Spielens. Das heißt, wir haben 11 Tage pro Stunde gemacht. Das ist, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so schnell hinbekommen habe, aber ich finde das durchaus recht schnell. Also, wir werden es das nächste Mal weitermachen, wenn wir wieder streamen. Wir werden versuchen, dann an den Rätselsee zu kommen und da dann die 50 voll zu machen. Und ich habe jetzt schon Angst, weil wir keine medizinischen Utensilien mehr haben. Ich bedanke mich dafür, dass ihr da gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal, auf YouTube von Mr. Merp oder hier auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.